Und willkommen zur Session One, Folge 37 von Blood and Copper. Und unsere wunderbare Harley macht heute unser Resümee vom letzten Mal, also lauscht ihrer betörenden Stimme. Hallo, Schätze meins. Letztes Mal war das so, dass sich ein Teil noch bei Frau Dr. Seifert befand und dort zusammengepflegt wurde. Die allerdings gerade recht viel zu tun hatte, weil ein Schwung von Flüchtlingen in die Stadt hereinbrach, brandete, nachdem man gehört hat, dass Festungsstadt gefallen ist und die Überlebenden sich dahin zurückgezogen haben, nach Milton. Und die waren also dort beschäftigt, wurden aber von der Frau Seifert freundlich darauf hingewiesen, dass sie jetzt gefälligst bitte mal ihre Rechnung zahlen sollen und verschwinden, damit sie die Betten haben für die neuen Verletzten, die alle auch sehr hart an Strahlenkrankheit erkrankt sind, nachdem da ja ein paar, wir erinnern uns, dank Dolly, weil ihre Freundin daran schuld ist, ein paar Mini-Nukes in die Luft gegangen sind und das Gelände verstrahlt haben. Harley hat versucht, an der Portalfräse in die Stadt der Verdammten zu kommen und hat den Moment versucht zu nutzen, einen Aufstand zu provozieren, weil es gab dort bereits einen kleinen Konflikt mit den Wachen, die die Verwundeten nicht hineinlassen wollten. Der Aufstand, den sie provoziert hat, wurde dann brutal niedergeschlagen und es gab mehrere, viele Tote und sehr viel Misstrauen und sehr viele weitere Rüstungsmaßnahmen. Dann hat sich die Gruppe wieder vereint und überlegt, was sie jetzt machen, auch mit den Informationen, die sie ja gefunden haben über diesen Nachtschatten und den Mörder. Ob sie das an der Gazette verkaufen wollen, die waren aber auch alle im Ausnahmezustand durch den Flüchtlingsstrom. Genau, sie sind sich mit Frau Dr. Seifert auch einig geworden, dass konnten Teil anzahlen der Rechnungen und Dolly wird vorerst bei Frau Dr. Seifert verbleiben, um abzuarbeiten, was dort an Schulden entstanden ist. Ja, ne, jeder macht hier was, ne? Und dann am Ende haben wir uns versammelt, haben überlegt, wie wir da reingehen und haben das erste Mal die Kirche des Stroms besucht. Wie hieß der Mann nochmal, Ellie, dir dein bester Kumpel? Alexander. Dann haben wir diesen Alexander-Kerl da getroffen, der auch ein bisschen verschossen ist in Ellie. Ich weiß nicht, haben die ein Zölibat? Dürfen die? Dürfen die mal einstecken, sag ich mal? Nee, ne? Fragst du doch mal. Da sind wir dann reingegangen und haben eine interessante Information bekommen. Nämlich, wir haben in einem Ritual gesehen, wie der Priester so ein bisschen da seine Kutte verrutscht ist, als er gerade so eine Glühlampe rausgezogen hat und konnten feststellen, dass dieselben ja in die Haut eingelassenen Anschlüsse, Leitungen sind, die Pushka bereits hat. Pushka ist ein Charakter ganz am Anfang aus unserem Abenteuer, der in einer der Städte liegt, die von den Scapegoats besetzt werden. Und das ist so ein kleiner, verrückter Mensch, der sehr so an sich selber rumschraubt. Ja, ich weiß nicht, ob das schon, ist das schon Cyborg-mäßig? Vielleicht, ja, irgendwie so. Der versucht sich auf jeden Fall da mit Strom da zu verbinden und der hat dann so im Flugzeug gewohnt. In dem Gespräch konnten wir dem von Murphy, der hat eine der so ein bisschen Elektroschrott eingesammelt im Krankenhaus, konnten wir dem das geben und Harley hat sich eine Geschichte überlegt, mit der sie hofft, dass sie recht interessant ist für die Küche des Stroms, nämlich bezogen auf unser Abenteuer im Krankenhaus und das Projekt Dionysus, also im Prinzip ja das menschliche Bewusstsein, das dort genutzt wird, um einen ganzen Komplex zu steuern. Und das war wohl auch ganz interessant für den Priester, der hat die dann nämlich alle mitgenommen in die Stadt der Verdammten. Wir sind also endlich drin und es dauerte auch nicht lange. Da haben wir auch schon Rübe aus der Weite gesehen, die jetzt anders heißt, nämlich diverse Nummern in Begleitung mit anderen diversen Nummern und haben uns ein bisschen was erzählen lassen über die Stadt der Verdammten, wie die dort
aufgebaut ist. Dort gibt es verschiedene Fraktionen, die miteinander im Status quo stehen. Neben den Engeln, die für den internen Schutz sorgen, gibt es die, oh Gott, Fusilier-Dörr, die Fusilini-Dörr, die dort die Waffen machen und halt alles, ja, so die Armee stellen so ein bisschen. Die Kirche des Stroms ist nicht nur die geistige Führung der Stadt, sondern sie ist auch die Versorgungsquelle der Stadt, denn die ganzen Sklaven oder wie sie darauf bestehen, freiwillig verpflichtete Arbeiter versorgen die Stadt mit Nahrungsmitteln und treiben Ackerbau und sorgen dafür, dass die Infrastruktur aufrecht steht. Wir konnten auch in Erfahrung bringen, dass, hallo Katzen, was macht ihr denn hier? Dass die Mitte der Stadt, nämlich die, oh Gott, wie heißt sie, rote Fabrik, nee, Fabrik, rote Stadt, irgendwas Rotes da in der Mitte, dort befinden sich alle wichtigen Fabriken. Das ganze Wasser übrigens, was so in Milte so super giftig ist, kommt auch daher. Davor ist es ein richtig schöner, klarer Strom. Und in der Fabrik kommen dann da die ganzen Abwasser und dann ist das eine giftige Plörre. Auf jeden Fall ist diese Fabrikstadt, die Rote Stadt, das Machtzentrum, weil dort ja der Reichtum praktisch passiert und man dort auch wieder Sachen neu herstellen kann, was natürlich in so einer abgefuckten Wasteland-Geschichte ziemlich nice ist. Also die Stadt ist sehr, sehr reich, sehr, sehr groß. Wir haben einen neuen Teil der Karte aufgedeckt. Während Milton wirklich nur das kleine Fitzelchen ist und aus dem Slums schon riesig aussah, ist das tatsächlich praktisch nur der Marktplatz. Wie wir auch erfahren haben, hat Milton den Markt und den Handel bekommen. Aber die eigentliche Stadt ist dahinter viel sicherer, abgeschotteter. Und wir konnten tatsächlich mit einem der obersten Anführer der Kirche sprechen und haben gerade rausgehandelt, dass wir 7 Tage dort Aufenthalt haben, dass wir im Austausch für das Wissen, was wir weitergeben und was durch weiteren Elektroschrott von Murphy nochmal bestärkt wurde in Glaubhaftigkeit, wir jetzt erstmal Zugang zu sämtlichen Ressourcen haben und auch Ressourcen, die wir mitnehmen können für 6 Monate für den Schlachthof, für 30 Mann, Waffen und Nahrungsmittel sowie 5 verhandelte Gesichter, die sich, sofern sie sich freiwillig der Prozession anschließen, ebenfalls mit ausgelöst werden dürfen. Das freiwillig ist denen sehr, sehr wichtig. Und ja, da sind wir jetzt. Wir haben also gerade mal ein bisschen Glück gehabt, haben alle eine Nummer und Registrierung bekommen dort, damit wir nämlich auch immer ein- und ausgehen können, ohne nochmal hier an den Engeln zu scheitern. Das war auch sehr wichtig. Ich meine, wenn man schon so eine nette Stadt da aufdeckt, dann möchte man das ja auch vielleicht nochmal hin. So starten wir jetzt also. Uns geht's ganz gut. Die Rübe ist vor uns wieder abgebogen. Wir müssen die jetzt eigentlich mal suchen. Und jeden Tag verkaufen wir einen Teil der Geschichte um das Projekt Dionysos an die Priester. Checko. Wow, fantastisch. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Resümee. Wirklich toll. Sehr ausführlich. Fantastisch. Gib mir den Paid-Punkt. Er ist deiner. Du hast ihn dir mehr als verdient heute. Okay. Die Kirche des Stroms ist ein eigenwilliger Ort für euch. Er hat etwas absolut Beklemmendes. Ihr seid umgeben von dicken Wänden aus gegossenem Stein, wie ihr sie eigentlich nur aus Bunkern der Vorkriegszeit kennt. Viel von der Architektur, die ihr hier seht, erinnert euch an die vielen unterirdischen Tunnel und Gänge, die ihr als Scavenger erkundet habt, durch die ihr gekrochen seid, die ihr halb zerstört vorgefunden habt, aber in dem Zustand, wie sie wahrscheinlich vor dem Krieg gewesen sind. Die Wände glatt, nicht feucht, ohne herausstehende Metallverstärkung, sondern verputzt, bemalt. Kleine Nischen voll mit wunderschönen Heiligenbildern, umgeben von Neonröhren, die den gesamten Tunnel immer wieder in Abschnitten in Punkte aus Blau, Violett und Lila tauchen. Ein reges Treiben, wie das Summen eines Generators in der Ferne, ist in diesem Hort, in dieser Kirche zu hören, als ihr durch die Gänge geführt werdet. Kein Winkel hier ist dunkel
oder finster. Alles hier ist in irgendeiner Form beleuchtet, belebt. Man hört Leute sprechen in der Ferne, hört leise Stimmen und das Dröhnen des Wasserfalls, das auf der anderen Seite der dicken, steinernen Betonmauern sich befindet. Alles, was draußen feucht und klamm gewesen ist, ist hier drinnen trocken. Die Luft ist gefiltert, schmeckt eigenwillig sauber, auf eine Art und Weise, wie ihr sie wahrscheinlich noch nie erlebt habt. Wahrscheinlich ist das, was selbst aus euren Filtermasken herauskommt, die vor vielen Jahren das letzte Mal gereinigt worden sind, deutlich dreckiger als die Luft, die hier geatmet wird. Und trotzdem seht ihr gelegentlich Jünger der Kirche des Stroms, die selbst in dieser Umgebung noch ihre Masken aufhaben. Die weißen Gasmasken mit den runden Augen und den Schläuchen, die unter ihre Kleidung führen. Andere scheinen, zumindest wenn ihr in ihre Nähe kommt, lebhafte Unterhaltung zu führen. Ihr seht Männer und Frauen mit glatt rasierten Köpfen und ohne Augenbrauen, die in Türbögen stehen und sich tuschelnd unterhalten und erst still werden, als sie bemerken, dass ihr ihnen näher kommt. Euer kleiner Trupp von Raidern, Ödlandratten, übersät mit Geschwüren, Ausschlag und der Pestilenz, der Berührung der Radioaktivität von draußen, wird ein wenig wie eine Prozession von Pestkranken durch die Tunnel geführt, bis ihr in einen großen Behandlungsraum kommt. Erinnert ein bisschen an eine weitgestreckte hohe Halle mit gewölbten Decken, die tonnenförmig sich darüber auftürmen und mit feinen Malereien bedeckt sind. Bilder von einem klaren Himmel, von einer Sonne, Wolken, die an einem unsichtbaren Firmament zu kleben scheinen. An den Rändern Symbole der alten Welt. Man sieht die Schatten von Reaktoren, die gegen den dunklen, gemalten Himmel dieses Tonnengewölbes gezeichnet sind. Man sieht die Flügel von gewaltigen Windturbinen, die sich dort abzeichnen. Städte wie schwarze Umrisse, die sich gegen den blau-hellen Himmel lehnen. Der Raum selbst ist gefüllt mit Betten. Dutzende und Dutzende von Krankenbetten. Stühle, kleine Tische mit allerlei medizinischem Gerät darauf, große, saubere Metallschränke aus lackiertem Stahl, eine Vielzahl von Mitarbeitern in eigenwilligen Trachten. Halle und Ellie, mach doch mal bitte einen Wurf auf Glück für mich. Glück! Für Ellie ist es deutlich schwieriger. Ali, sehr gut. Das Glück ist mit den Dummen. Das Glück ist mit der Hand. Also los, Ellie, du kannst nur gewinnen. Ali, bin ich nicht. Willst nicht, okay. Bin ich nicht, ich will. Warte, ich bin nicht so schnell. Oh Gott. Strill. So, jetzt hier. Pass auf. Oh, das Harley. Oh. Ich habe erst Harley gesehen, upsi. Die Männer tragen hier lange weiße Kittel, die ähnlich sind wie Talare von Priestern heute, nur in Weiß- und Grautönen gehalten. Um ihren Hals eine Art rote Stola, auf den Gesichtern die Gasmasken und diese Neoprenhauben, die ihren Kopf verstecken. Sie sind komplett eingetütet in dieses Outfit. Die Frauen hingegen haben eine etwas andere Kleidung hier. Und das ist das, was Harley zuerst stutzen lässt und Ellie in blanker Panik nach hinten springen in Two-Fries Arme. Ellie, für dich bricht die Welt auseinander. Die Schatten, die Wolken am Himmel an dem tonnenförmigen Gewölbe schwärzen sich. Die Sonne wird von einem gewaltigen Maul verschlungen, als die Wände dunkler werden und sich dir nähern.
Du siehst diese eine Gestalt, die einige Meter entfernt von dir steht. Eine hochgewachsene, schlanke Frau mit rotem Haar, das hier unter einer weißen Haube hervorkommt, mit einem blassen Gesicht, mit großen, runden Augen. Und dir werden Erinnerungen kommen in dir hoch. Erinnerungen an das Krankenhaus, an den Stuhl, an den Harley gefesselt war. Und Dolly. Wo ist Dolly? Dolly ist nicht hier. Sie haben sie. Du spürst, wie die Arme sich von hinten um dich schließen. Gewaltige, mächtige Arme, die dich festhalten und die verhindern, dass du gehst. Ich dreh um mich. Mit aller Kraft, die ich habe. Hey, ruhig, Mädchen. Hey, was ist los mit dir? So, Two-Fry greift sie ein bisschen fester und versucht sie, naja, zu halten und zu bequatschen. Ellie will sich lösen. Wie mache ich das? Kraft am besten, ne? Ihr könnt einen konkurrierenden Kraftwurf machen, ja. Ja, wir machen mal Kraft. Komm, hier, ich wette, ich gewinne. Ein guter Wurf von Ellie. So. Ellie ist windig und wie ein Wurm glitscht sie dir zwischen deinen kräftigen Fingern hindurch. Dreht sich in ihrem eigenen Arm, sodass du Angst hast, dass sie die Schulter auskugelt. Möchtest du deinen Wurf in irgendeiner Form verbessern, Two-Fry? Oder Ellie, ihr könntet gerne... Nein, Two-Fry, möchtest du nicht. Nö, nicht für ein Prospect. Ellie springt die rothaarige Frau an und will sie würgen. Du hast Dolly! Gib her! Okay. Ja, das ist wichtig. Wie mache ich das jetzt? Hier kämpfen, ne? Du springst vorwärts. Möchte jemand interagieren noch in dieser Situation? Ihr bekommt das schon so mit und ja. Du hast schon jemand von den anderen. Ihr habt quasi mitbekommen, dass ihr kommt da rein und ihr seht diese Schwestern und Brüder dieser Heilergruppe innerhalb der Kirche anscheinend, die ihre Uniformen tragen. Das, was ihr gesehen habt und das, was Harley auch so hat zurückschrecken lassen, erinnert wirklich von dem Aussehen her sehr an die Krankenschwester, die einige von euch in dem Krankenhaus gesehen haben. Sie trägt eine weite, flügelartige Haube. Darunter kommt ein rotes Tuch zum Vorschein, welches sich über die Brust liegt und quasi unter dieser Haube führt. Und wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift oder sich im richtigen Mindset befindet, durchaus als Haare missinterpretiert werden kann. Darunter natürlich eine weiße Gasmaske mit den runden Augen und diesen weißen langen Kleid oder Kittel und darunter dieser Neoprenanzug, den hier alle tragen. Ellie schrickt zurück, schreit, tritt um sich und reißt sich dann von Two-Fry los. Als der Bulle von einem Mann es nicht schafft, die kleine, tollwütige Raiderin festzuhalten, die sich nach vorne stürzt, quasi so durch die halbe Gruppe durch in Richtung der Nonne, die vor euch steht. Ja. Möchte sich da jemand anders noch einmischen? Achso, jemand anders außer ich. Du darfst nicht. Du hattest deine Chance. Nö, Harley ist immer der Meinung, dass man hier Nurses auf die Schnauze geben sollte. Wie heißen die Krankenschwestern? Murphy wird noch eine Sekunde perplex zusehen, bevor er einschreitet. Okay. Ich habe einen lauten Kampfesschrei auf den Lippen und springe ihr an die Gurgel. Was möchtest du denn erreichen mit deinem Wurf? Wäre ich? Frage. Ja. Willst du sie einfach kaputt hauen jetzt, oder? Erstmal umhauen, ja. Erstmal irgendwie zum Liegen bringen. Und ausschimpfen. Du springst vor mit ausgestreckten Armen. Dein Gesicht ist von Wut und der aufflammenden Psychose
entstellt und verzerrt, als du mit weit ausgestreckten und clownartigen Fingern nach vorne springst, um die Haare dieser Frau zu fassen und dein Knie tief in ihr Gesicht zu rammen. Sie bewegt sich schneller, als du erwartet hast. Legt eine, du stürmst auf sie zu und sie legt ihre linke Handfläche wie eine sanfte Berührung an deine Wange. Legt sie einfach nur in dein Gesicht und du spürst einen unglaublichen Schlag, als Zehntausende von Volt durch deinen Körper jagen und deine Muskeln sich zusammenkrümmen. Du bekommst... Das habe ich vergessen. Oh shit, die sind ja strömig. Als das passiert, springt übrigens jetzt Harley Tufra in die Arme. Hey. Ich würde vorschlagen, dass wir den Aspekt verliert manchmal den Kontakt zur Realität reizen und ihr dafür einen Fate-Punkt geben, dafür, dass sie jetzt angreift. Aber kann ich meinen Angriff dann noch verbessern? Und auf 3, das schaffe ich doch eh nicht. Oder jetzt noch eine Hand. Also rückwirkendes Reizen schlage ich gerade vor. Das ist okay für mich. Ob du jetzt verbessern möchtest, können wir auch klären. Aber ich meine jetzt erstmal, weil du jetzt eine Handlung gemacht hast, die nicht in unserem Interesse ist, einfach um deinen Aspekt zu rollenspielen, dass man dir dafür einen Fate-Punkt gibt. Du hast was Dummes gemacht, das war gut, Eddie. Danke, Harley, wenn das von dir kommt. Ja, das ist Harley ist, sagt nichts dazu. Strom ist gruselig, das finden wir kacke. Vor allem, wenn es durch Körper geht. Ja. Du erhältst 3 Stufen Stress, mentalen Stress in diesem Fall. Weil diese Waffe nicht dafür gedacht ist, jemanden körperlich zu töten. Nicht alle 3. Nein. Nur die 3. Kriegst du es hin? Okay. Und spürst den Strom, der durch deinen Körper geht und bist erst einmal erhältst den Aspekt schockt. Schockt so im Sinne von paralysiert? Also genau, ja, genau. Das heißt, deine Muskeln verkrampfen sich, dein Rücken drückt sich durch, als Ellie auf eine sehr groteske Art und Weise sich nach hinten biegt, weg von der Frau und quasi zu einem umgedrehten C wird, als sich ihr Rücken nach hinten durchbiegt und sie zuckend auf dem Boden aufkommt. Die Krankenschwester macht einen Schritt zurück, schaut euch an und ihr hört die Geräusche von Waffen, die bereit gemacht werden von den verschiedenen Leuten, die in der Nähe sich befinden. Quintus schreckt zurück, macht ein paar Schritte nach hinten. Was ist hier geschehen? Trauma. Er unter der Gasmaske sieht man keine Regung, er legt den Kopf schräg. Sie hat ein Trauma, sie kann nichts dafür. Irgendwas hat sie jetzt gerade so getriggert, deswegen ist sie ausgerastet. Die auch hat angefangen. Was? Die hat angefangen. Ich habe es ganz genau gesehen. Quintus hebt beschwichtigend die Hand, nicht zu euch, sondern zum Rest der hier Anwesenden. Und die Stimmung im Raum, die sich schlagartig um euch herum geändert hat und die Anspannung schwindet etwas. Ihr merkt, wie die Leute die Hände von den Waffen nehmen und Ellie langsam wieder zu sich kommt. Sie liegt noch am Boden und dein ganzer Körper schmerzt, deine Muskeln brennen und dein Gesicht fühlt sich an, als würde es in Flammen stehen. Zwei junge Akolyten, Männer mit ähnlicher Kleidung wie die Priester, die im Augenblick hier sind, nur ohne die roten Stolas. Einfach nur mit weißen Kitteln über ihren Anzügen, weißen Masken und den Hauben auf, kommen zu dir und
beugen sich zu dir runter. Und als sie näher kommen, sagt Quintus, sie braucht Nähe. Nein. Und Aufmerksamkeit. Nein, nein, aber nicht von und denen. Und die beiden nicken und fangen an, ihre Gasmasken abzunehmen. Man hört ein saugendes Geräusch, als sie die Masken runternehmen. Und man sieht, wie lange Schläuche aus ihrem Mund herausrutschen und aus dem Inneren der Schläuche in das Innere der Masken quasi hineingezogen werden mit so ein bisschen Schleim und Mukus. So. Ja, das heilt mein Trauma. Sie verstauen die Masken unter ihrer Kleidung, während sie sich Galle und Spucke vom Kinn wischen. Mit etwas rauer Stimme sprechen sie: Es wird alles gut. Es wird alles gut, wirklich. Wir sind Freunde hier und wir sind hier dafür da, um euch zu helfen. Oh Gott, ja, und schon kaputt. Hast du eine Waffe bei dir, Two-Fry? Eine Waffe, die ich erfüllen kann? Warte mal, du bist mir jetzt ja gerade in die Arme gesprungen. Ja, ja, genau. Ich habe Zugang zu deinem Gürtel. Hängt da irgendwo noch eine Waffe? Ja, natürlich. Gut, mein großer, dicker Revolver hängt am Oberschenkelholster rechts an meiner rechten Seite. Okay, dann wird sie versuchen, die zu bekommen. Kann ich das mit Geschicklichkeit oder was wäre da am besten? Also hallo, das sind Leute mit weißen Kitteln. Eigentlich, die Scapegoats müssen wissen, was passiert. Aber die fassen Ellie an und die sind gruselig und sagen, sie wollen nur das Beste. Es ist total gut, das zu machen. Es wird nicht besser. ja. Okay, ich versuche das mal mit... Du kannst das wahlweise über, du kannst es über Geschicklichkeit machen. Das ist das Einfachste, genau, über Geschicklichkeit. Heimlichkeit? Und Heimlichkeit wäre, wenn du eben das heimlich versuchst zu entziehen. Nee, das mache ich schon sehr, sehr schnell. Genau, dann darf er sich mit Geschicklichkeit mit Geschicklichkeit dagegen wehren. weil er merkt halt, wie du versuchst, ihm die Waffe aus dem Holster zu ziehen. Okay. Harley, du spürst diese riesige Waffe, die sich knapp unterhalb des Gürtels von Two-Fry befindet, greifst blind zu, während deine Augen auf die beiden Männer fixiert sind, die sich über Ellie beugen und beschwichtigend auf sie einreden. Du greifst das große, harte Stück und beginnst daran zu ziehen. Sie hat leider nicht ganz deinen Revolver erwischt, sondern eher deinen... Dein Revolver, also eher so die, weiß nicht, die Magnum statt der Derringer. Ich bin jetzt nicht ganz, Penis. So nah sind wir uns jetzt noch nicht gekommen. Rübe, was denkst du denn schon wieder? Sag mal, Harley, was willst du damit denn jetzt? Lass das. Lass das. Gib mir das. Das sind die weißen Männer! Die wollen Ellie töten! Das sind böse Männer! Hey, jetzt bleib mal ganz ruhig. Also, Two-Fry versucht Harley jetzt tatsächlich mal so in den Bärhawk zu nehmen, in eine sehr starke, allumfassende, beruhigende Umarmung. So, und wird ihr ganz nachdringlich ins Ohr flüstern. So, jetzt reißt sich zusammen, beschissenes Weib. Hast du mich verstanden? Bist du bescheuert? Willst du, dass wir hier rausfliegen oder dass sie uns mit uns sonst irgendwelche Scheiße machen hier? Ruhig bleiben, Mädchen, ruhig. Halle, ich würde gerne deine Vergangenheit reizen. Das dachte ich mir. Das musst du gar nicht sagen, das passiert schon so. Du kriegst dafür einen Karma-Punkt. Das ist das Einzige, nein. Was das ist. Ja. Okay, also pass auf. Als erstes wird Harley sich nochmal versuchen, richtig zu wehren. Sobald sie merkt, dass sie daraus nicht rauskommt, wird ihr ganze Wehrhaftigkeit zusammensacken und dann wird sie ganz bitterlich schluchzen, ganz doll, also richtig doll weinen. Also sowas, das hast du selten gesehen, so... Ja, und mit sowas ist Two-Fry total überfordert, so wenn so ein Mädel anfängt so zu flennen und er kann ihr keine Ohrfeige geben, um sie zu, um diese Hysterie da irgendwie wegzumachen, so, und sagt dann ganz einfach,
Murphy, komm mal her, nimm mir das mal ab hier. Jetzt passiert halt noch was, und zwar sie fängt halt an zu schluchzen und spricht mit einer sehr anderen Stimme. Scheiße, ich weiß, das habe ich noch nicht geübt, pass auf. Please, don't leave me, Daddy. I don't want to be here. Please come back. Please come back. Is it day? Is it night? Ja, is it Daddy day? Ist doch hier. Is Daddy night? Ist hier, alles gut. They are Scheiße, hurting me. Ich bin langsam her, ihr verdammt. It hurts so bad. It hurts so bad. It hurts so bad. Beruhig dich. She's here killing her. No one is coming. She's my only friend. She's making my hair. Thomas. It's not a fault. Thomas, Too Fry wird sie jetzt professionell ruhig stellen. Und zwar wird er seine zwei Zeigefingerknöchel auf beiden Seiten der Halsschlagader reindrücken, einen kurzen Moment, bis sie dann mal zusammensackt. Ich gestatte dir, diesen medizinischen Eingriff mit einem Wurf auf Nahkampf durchzuführen. Du siehst in die Augen des Mannes, der dich gerade noch festgehalten hat. Der Mann, der jede deiner Bewegungen kontrollieren konnte. Der legt seine bärenartigen Hände auf deinen schlanken, dünnen Hals. So weit, dass sich seine Finger hinten in deinem Nacken treffen und die Fingerknöchel sich sanft gegen deine Adern an dem Hals legen. Und du merkst, wie pochend dein Sichtfeld weniger wird. Die Tränen strömen dir aus den Augen und du kannst sie nicht schließen. Weit aufgerissen starrst du zu der Decke. Du merkst, wie die Dunkelheit von den Seiten kommt. Bis nur noch ein winziger, kleiner, heller Lichtpunkt ist. Und du siehst sein Gesicht. Wie er über dir hängt. Mit einem freundlichen Lächeln. Mit einem freundlichen Lächeln. Wenn ich wieder wach bin, dann wirst du in der Hölle sein. Ich bin kurz weg. Mhm. Während Harley da ihr Trauma durchlebt, hat Ellie ja auch noch ist Ellie immer noch am Schreien, weil sie denkt, sie brennt, und sie schreit diese beiden Typen an und greift alles, was sie kriegen kann, löscht mich, ich brenne, und zerrt an den Schläuchen und alles, was sie kriegen kann. Mhm. Und ja, rastet eigentlich total aus, weil sie denkt, sie brennt, und sie erinnert sich gerade an die Explosion, die sie gerade auch schon halb zerfetzt hat, und sie hat einfach Schiss, dass sie jetzt auch noch ihr Gesicht verliert und alles. Todesangst. Murphy, auf wen konzentrierst du dich jetzt gerade mehr? Auf ich Ellie oder auf grade, Harley? Ich war gerade dabei, Harley zu beruhigen. Okay, wunderbar. Indem ich gesagt habe, beruhig dich. Gut. Ellie, du schaust in das Gesicht eines jungen Mannes. Vielleicht Mitte 20, sehr hager, asketisches Gesicht, scharfe Gesichtszüge, der mit einem freundlichen Lächeln auf dich einredet. Du spürst kühle, glatte Hände, die an deinem Gesicht anliegen. Und er hält deine Haare fest und versucht, deinen Kopf so sanft wie möglich zu halten, dass du dich nicht selbst verlässt. Und redet auf dich ein mit einer sehr, sehr leisen, beschwörenden Stimme, dass du die Aufmerksamkeit auf ihn richtest. Mach mal bitte einen Wahrnehmungswurf. Als hättest du meine Gedanken gelesen, aber ich wollte ihn aus anderen Gründen. Okay. Du beobachtest ihn, deine Augen sind weit aufgerissen, und du kommst so ein bisschen runter, als du plötzlich an deinem Hals etwas Kaltes spürst. Knapp unterhalb seines Handgelenkes spürst du eine kalte, runde Berührung, wie den Lauf einer Pistole, die sich an deinen Hals presst. Dann spürst du einen Druck, als würde jemand mit einem Daumen gegen deine Haut drücken und dann durch deine Haut hindurch. Als würde jemand eine Kugel aus kalter Flüssigkeit unter deine Haut drücken, pressen, zwischen die Muskeln und Sehnen, und du spürst, wie
eine Wärme dann nach diesem kalten Schock, eine Wärme davon ausgeht, sich über deinen Körper legt. Und du merkst, wie du dich anfängst zu entspannen, als ein chemischer Cocktail sich in deinem Körper anfängt auszubreiten. Nice. Ja. du wirst sehr ruhig und sehr entspannt, als das Beruhigungsmittel, das dir gerade injiziert wurde, seine Arbeit verrichtet. Und das Adrenalin in deinem Körper zurückdrängt und alles etwas spannter macht. Deine Muskeln entspannen sich, deine Hände fallen schlaff an deiner Seite herunter. Mach bitte mal einen Wurf auf Kraft, um zu gucken, wie effektiv oder wie effizient das Beruhigungsmittel seine... Oh! Körperlich oder beruhigt mich das auch geistig? Geistig. Nein, der Schmerz geht weg. Es ist jetzt nicht nur, dass deine Muskeln gelähmt werden, sondern du wirst betäubt. Es ist also so ein Opiat, das gleichzeitig so ein bisschen die Muskeln lähmt. Aber du hast eine gewisse Resistenz gegen solche Mittel aufgebaut in deiner Karriere. Sodass du nicht komplett ohnmächtig wirst, sondern lediglich dich entspannst und erstmal etwas schlaff wirst, nach ein paar Minuten wieder zu dir kommst und dann die Möglichkeit hast, dich zu bewegen. Währenddessen heben die beiden dich vorsichtig hoch und legen dich auf eines der mit weißen Laken bespannten Metallgestellbetten, legen dich ganz vorsichtig dort ab und fangen an, einen Vorhang zu schließen um dich herum, um dich so ein bisschen von dem ganzen Trubel, der dort sich abspielt, abzuschotten. Für einen kurzen Moment drehen dir beide den Rücken zu, als sie dabei sind, den Vorhang zuzuziehen und dein kleines Separé quasi herzurichten. Eine Gelegenheit, die du mit dem großartigen Kraftwurf auch nutzen könntest, wenn du möchtest. Ja, würde ich gerne. Weil sie der Meinung sind, die Droge müsste dich eigentlich ruhig gestellt haben. Du hast noch nicht reagiert, ob wir sie reizen wollen, ihren Halluzinationsaspekt und ihr dafür einen Fadepunkt geben, dass sie ausrastet? Meine ich darauf reagiert, dass das rückwirkende Reizen absolut in meinem Sinne ist. Okay, dann darfst du dir einen Punkt aufschreiben. Nachdem du deine Punkte refreshed hast, also ich weiß nicht, ob du die Runde schon einen ausgegeben hast. Oh Mann, ich will die Gelegenheit nutzen. Mir fällt nur gerade nichts Schlaues ein. Eigentlich hat Ellie jetzt gerade nur Schiss, dass sie weiterbrennt. Typische und Ellie-Problem. Will Wasser suchen. Hä? Das typische Ellie-Problem. Ja. Naja, sie springt auf jeden Fall auf und schreit Wasser und reißt den Vorhang auf der anderen Seite runter. Okay. Ist nicht sehr nützlich, aber es ist was. Sobald du aufspringst und mit leicht wankendem Schritt bis du dem Vorhang kommst und den zur Seite reißt, ist der eine von den beiden auch wieder bei dir und beginnt wieder beruhigend auf dich einzureden. Guckt etwas panisch zu seinem Kollegen rüber, als du den Vorhang zur Seite reißt und dahinter ein weiteres Bett siehst, ein leeres Krankenbett. Der Bereich war nicht weiter abgetrennt auf der Seite, also keine überraschenden Offenbarungen, aber der zweite kommt dazu und sie reden leise mit dir und versuchen dich runterzubringen und kümmern sich um dich, sorgen sich um dich. Two-Fry und Harley und Murphy. Eine kleine Traube von Menschen hat sich um euch herum gebildet. Männer und Frauen in Talaren und Kutten mit Gasmasken auf stehen um euch herum. Mehrere Ärzte anscheinend oder befehlshabende Offiziere, wie auch immer, Priester, Kleriker, Mönche sind näher gekommen und beginnen mit euch zu reden, bieten euch Hilfe an. Wir können euch helfen. Geht es ihr gut? Sollen wir sie auf eines der Betten bringen und uns um sie sorgen? Ja, die wird schon gleich wieder. Ne? Die ist nur mal kurz zusammengesagt, alles gut. Also, wenn ihr irgendwie mal so eine kleine Beruhigungspille hättet oder so, das wäre
Das wäre ganz klasse. Der vorgetreten ist und gerade gesprochen hat, dreht sich um, winkt mit einer Hand, holt eine der Betten. Zwei Krankenschwestern kommen näher, die auch diese roten Schals tragen und diese Häubchen, schieben eins der Betten auf Rädern heran. Hier, legt sie hin. Ja, Two-Fry hebt sie dann auf und legt sie dann mal aufs Bett. Und er nimmt von einem Tablett, das ihm gebracht wird, ein silbernes Tablett mit einem grünen Tuch darauf, eine große gläserne Spritze, zieht aus einem kleinen Fläschchen eine klare Flüssigkeit auf. Dies wird... Was ist das für Zeug? Es wird helfen, dass sie sich entspannt. Sie scheint einen schweren psychotischen Schub zu haben. Dieses Mittel sollte helfen, sie zu stabilisieren und ihr einige Stunden beruhigenden Schlaf geben. Ja, das wäre mal echt eine gute Abwechslung. Er beugt sich über Harley und injiziert ihr die Spritze in den Arm. Wischt zuerst die Stelle mit einem kleinen feuchten Lappen mit Alkohol sauber, gibt ihr die Spritze und geht dann wieder zurück. Und sie scheint viele Erfahrungen mit Narkotika zu haben, legt die Spritze zurück auf das Tablett, die leere. Tja, was soll ich dazu sagen? Also ein Neinsager ist sie auf jeden Fall nicht. Ellie, du sitzt quasi gerade wieder auf dem Rand von dem Bett und siehst aus deinem kleinen, halboffenen Kabuff heraus, wie Harley etwas gespritzt wird. Und Two-Fry sich dann danach mit dem Mönch oder Priester unterhält, der Harley etwas gespritzt hat. Während andere im Hintergrund anfangen, ein Tuch über Harley zu legen und das festzuziehen. Gott. Alle möglichen Katastrophenfantasien kommen gerade in Ellie hoch. Sie ist gerade zu geschockt, um direkt aufzuspringen. Aber... Moment, sie denkt auf jeden Fall gerade, dass Harley entweder den letzten Schuss bekommen hat gerade, weil sie da zugedeckt wird mit dem Tuch, oder dass Two-Fry mit den Leuten unter einer Decke steckt und die schon wieder irgendwas machen wollen. Fuck it, Ellie springt auf und springt auf Harley dann zu. Dann mach mal einen Nahkampf. Bitte einen Nahkampfwurf, weil die beiden Jungs dich dann versuchen werden, festzuhalten. Ich bin bei einer 4. 3 gewürfelt mit einem Bonus von 1. Ist bei einer 2. Ich will einen Fake-Punkt einsetzen. Okay. Ich bin so unter Adrenalin und mein Wille ist so stark. Guck mal, ich kann auch auf Wille nochmal würfeln, wenn du möchtest. Nein, danke. Alles gut. Dass ich... meinen Kopf durchsetzen will und Harley diese Spritze aus dem Arm hauen möchte. Ja, okay. Du merkst, wie die beiden, du fährst hoch und du merkst, wie beide ihre Hände auf deine Schultern legen und versuchen, dich mit sanfter, aber sehr bestimmter Gewalt auf dem Bett zu halten. Wut kocht in dir hoch, als du nach vorne und wirfst dich nach vorne, bringst deine Willenskraft ins Spiel und versuchst dich den Zugriff der beiden Burschen zu entwinden, wie du es auch gerade geschafft hast bei Two-Fry. Ich möchte dann allerdings deinen Aspekt reizen, dass du noch geschockt bist. Mhm. Und du spürst, du presst nach vorne, schaffst es, sich aus dem Griff des einen zu befreien, deine Schulter herauszuwinden und dein Gesicht presst sich gegen die kühle Neoprenhaut auf deiner anderen Seite, wo du von der tadelnden Geste der Nonne berührt worden bist. Und dein ganzer Körper fängt wieder an zu zittern, als deine Beine unter dir nachgeben und du aufgefangen wirst, kurz bevor du auf den Boden schlägst. Schade. Ich schreie nur noch Harley. Harley! Sie töten dich! Wach auf! Murphy! Ich schreie alle zusammen, die ich kenne. Two-Fry kriegt das ja sicherlich mit, ne? Ja. Ja.
Verdammte Scheiße, warum muss ich eigentlich immer mit den Weibern unterwegs sein, die voll einander Rübe haben? Rübe. Ellie schläft wieder ein. Oh Mann. Ja, also er sagt zu dem, bei dem Quintus steht er jetzt, ne? Quintus steht in deiner Nähe, ja. Auch wenn das nicht derjenige war, mit dem du dich unterhalten hast. Achso, nee, dann meine ich den, mit dem ich mich unterhalten hat, der ja mir auch die Frage gestellt hat, ob er helfen kann und so. Mhm. Und sagt dann so, ja, das tut mir jetzt tatsächlich echt ein bisschen leid, dass wir hier so für so viel Ärger sorgen. Das war so nicht geplant, aber wie gesagt, so die beiden Mädels haben halt einen an der Rübe, die haben so ganz, ganz böse Erfahrungen gemacht, so in ihrer Jugend. Und naja, das sind jetzt wohl die Spätfolgen davon, wa? Er schaut dich etwas emotionslos an, was nachvollziehbar ist. Er trägt eine Gasmaske. Unter den Dingern kann man eh sehr wenig Emotionen ablesen. Nickt dann einem Problem, dass das Ödland noch mehr heimsucht als die Strahlung, ist wahrscheinlich die Vielzahl an Psychosen, die das harte Leben dort draußen auslöst. Vielleicht möchten Sie Ihrer Partnerin Ruhe zusprechen, sonst müssten wir uns gezwungen sehen, würden wir uns gezwungen sehen, sie zu fixieren, falls sie weiter versucht, Personal anzugreifen. Ja. Two-Fry geht dann mal zu Ellie hoch. Oder zu Ellie hin, da wo sie jetzt gerade ist. Ellie sieht Two-Fry auf sich zukommen, springt auf und schreit nur, du Verräter, du Wichser! Du hast ihn verraten, du willst Harley töten! Und springt an ihn ran. Du bist immer noch von zwei jungen Männern auf dem. Und dann schrei ich ihn einfach nur an. Genau. Lehnst dich gegen deine nicht Wärter, sondern deine Pfleger. Aber. Ja. Wenn Two-Fry denn da angekommen ist, ne, schaut er dann nur so auf Ellie runter und sagt dann so. Mädchen, jetzt komm mal langsam wieder runter. Also, wenn ich hätte Harley töten wollen, dann wäre sie schon längst tot, genau wie du. So, die wollen uns jetzt hier helfen, ne? Weil ihr gerade hier voll am Teller dreht. So, und wenn du nicht gleichartig bist, ne, dann schnallen die dich mit so richtig fiesen Gurten ans Bett. Hast du da Bock drauf? Schaffen die eh nicht. Oh Mann, muss ich dir erst den Arsch versohlen? Fixiert sie. Murphy, wir kriegen von dir ein Echo, ne? Oh, sorry. Ja. Ellie ist nicht einsichtig. Findet sie kacke. Ellie ist nicht einsichtig, ja, dann sagt Two-Fry, ja, dann fixiert sie. Dann bringt das nichts. Also dann ist sie momentan hier gerade so in ihrer eigenen Blase. Nicht kann ich auch nicht sagen. Ellie. Selbst gegen deinen Widerstand, aber zu deiner Bestätigung, was deine Thesen angeht, reagieren die beiden Männer direkt auf die Anweisung von Two-Fry, die er gibt. Pressen dich rückwärts auf das Bett und ziehen unter dem Bett gepolsterte Lederhandschellen hervor. Fixieren deine Arme seitlich, zuerst deine Handgelenke seitlich am Bett und du drehst und windest dich noch und strampelst mit den Beinen, bis sie dann auch Lederriemen um deine Beine legen. Dann eine Decke über deinen Körper ausbreiten, eine weiße Decke, sodass nur noch dein Kopf zu sehen ist. Und der eine eine Art Pistole herauszieht, die er unter seiner Kleidung trägt. Eine glatte silberne Waffe von seltsamem Design mit einem kleinen Glasfläschchen oben auf der Oberseite. In dem Moment, wo ich das Ding sehe, fange ich an zu weinen und sage, nein, bitte tötet mich nicht. Und bin total jämmerlich und bettel um mein Leben. Also Two-Fry findet das jetzt tatsächlich eher so ein bisschen belustigend, was für sie ja dann noch mehr traumatisierend wirken muss, ne, wenn er daneben steht und sich da einen kichert, so wie sie da so am Zappeln ist und so Angst hat vor so einer beschissenen Spritze. Alle wollen mich töten immer. Von hinten hörst du, hinter dir, Two-Fry, hörst du die Stimme des Mönchs, der sich gerade schon um Harley gekümmert hat. Nein. 1447.
Der Injektionsapparat ist nur zu nutzen in absoluten Ausnahmefällen. Sie ist fixiert. Nutze eine Spritze, um das Sedativum zu verabreichen. Der junge Bursche guckt mit weit aufgerissenen Augen zu seinem Vorgesetzten. Selbstverständlich. Ich habe vergessen. Und verstaut schnell diese Druckluftspritze unter seiner Kleidung wieder. Geht zu dem Tisch, auf dem das Spritzbesteck liegt, das auch gerade bei Harley benutzt wurde, und holt das rüber und macht die Nadel ab von dieser langen, schlanken Glasspritze, macht eine neue Nadel drauf, zieht das Sedativum auf und spritzt es Ellie in den Arm. Nein. Mach nochmal einen Kraftwurf, bitte, liebe Ellie. Ein fairer Wurf. Und das Mittel ist stärker dosiert als das letzte Mal. Sie haben davon gelernt, dass du trotz deiner schmalen Gestalt doch anscheinend mehr verträgst, als man es erwartet. Und geben dir quasi die Elefantentöter-Dosis. Scheiße. Aber trotz der hohen Dosis schaffst du es, wieder erwartend zumindest noch halb bei Bewusstsein zu bleiben. Du merkst, wie dein Körper sich entspannt. Du merkst Wärme, die sich ausbreitet, und du spürst, wie du die Kontrolle verlierst. Die Dunkelheit, die sich vorhin am Rand deines Sichtfeldes ausgebreitet hat, und die Schatten sind wieder da. Und du liegst dort, unfähig, dich zu bewegen, die Augen zur Decke gerichtet, als schwarzer Schimmel und Staub beginnt, über dein Sichtfeld zu wandern, dünne Risse sich in der Decke bilden und der Himmel, der aufgemalte Himmel und die Wolken, die dort sind, in großen Brocken herunterbrechen, die Farbe sich von der Decke löst, schwarz wird und wie schwarze Asche um dich herum zu Boden rieselt. Immer dicht an deinen Augen vorbei, sodass du immer Angst hast, dass Brocken von Farbe und Deckenstaub dir in die Augen fällt, unfähig sie zu schließen. Und dann siehst du dieses blasse Auge, das über dir ist. Dieses kränklich weiße Auge, das auf dich herabschaut. Thomas? Ja? Also bevor Ellie ganz abdriftet, ne, während sie, also wo er jetzt gerade die Spritze da reingejagt hat, so kurz danach, Two-Fry kannst ja nicht lassen, so tätschelt er jetzt Ellies Wange und sagt dann noch so, es wird alles gut, Schwesterchen. Und du hörst, du siehst Two-Frys Gesicht und siehst seine weißen Augen. Und alles, immer wenn er sich bewegt, zieht sein Gesicht Schlieren, und du siehst dieses Lächeln, dieses verdammte Lächeln über dir. Und du hörst diese Worte wie vom Ende eines weiten, langen Ganges zu dir herüber echoen. Hörst Fußschritte, und dann bekommst du auch einen Tunnelblick, und es wird sehr schwierig, sich zu konzentrieren. Aber über dir ruht die ganze Zeit dieses milchig weiße Auge, das auf dich herabstarrt. Dich beobachtet in deinem Schlaf. In deiner halben Ohnmacht. Gott. Murphy. Du bist stumm geschaltet. Ich würde mich gerne um meine Verletzung kümmern, jetzt wo wir einmal hier sind. Mir jemanden suchen, der sich mal meinen Kram angucken kann. Nachdem sich das Ganze so ein bisschen beruhigt hat, wendet sich der Arzt, der sich gerade um Harley gekümmert hat. Harley wird übrigens in die neben Ellie in den gefahren. Die Betten stehen jetzt nebeneinander. Wendet sich an dich. Vielen Dank für die Hilfe, die Sie uns bei dieser Situation haben zuteilwerden lassen. Sie sind hier für Ihre Eingangsuntersuchung und Ihre Tätowierung, nehme ich an. Quintus mischt sich ein. Ja, es ist richtig. Sie sind geehrte Gäste unserer Kirche. Sind wohlmeinende Gönner, die uns in eine neue Zukunft führen können. Auch wenn diese Situation nicht unbedingt den Anschein macht, sind sie als solche zu behandeln. Bitte kümmert euch um sie, Bruder, aufs Beste.
Der Maskierte mit der beiden Maskierten schauen sich an und der Mönch nickt. Selbstverständlich. Darf ich Ihren Namen erfragen? Murphy. Murphy. Kommen Sie doch bitte. Wir würden Sie untersuchen und uns um eventuelle Verletzungen kümmern, wenn Sie dies wünschen. Er führt dich zu einem der Betten herüber. Setzen Sie sich bitte. Und zieht den Vorhang zu. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Ihre Kleidung abzulegen, ich würde Sie gerne eingehend untersuchen. Ja, Murphy zieht sich aus und fängt auch schon an, diesen Impro-Verband abzupulen. Oh nein, lassen Sie bitte den Verband. Warten Sie kurz. Er geht kurz vor den Vorhang und du siehst das seinen Rücken. Schwester, könnten Sie kurz helfen? Und eine von den uniformierten Schwestern kommt rein und zusammen, sie legen dich hin und fangen vorsichtig an, den Verband zu lösen, benutzen da sehr viel Flüssigkeit zu, um das geronnene Blut und den getrockneten Eiter aufzulösen, bevor sie den Verband von deinem Körper schneiden und ablösen. Oh, eine wirklich garstige Wunde, und versorgt auf eine Art, wie sie im Ödland nicht unüblich ist. Trotz allem scheinen sie in ausgesprochen guter physikalischer Verfassung zu sein. Sehr wenige permanente Schäden, keine Mutationen, die zu sehen sind. Meine Gratulation und tiefsten Respekt dafür. Das ist Teil der Geschichte, die wir noch erzählen. Wir wären mehr als begeistert davon, Ihre Geschichte zu hören. Wünschen Sie eine Untersuchung auf die... Wir würden gerne ein paar Tests durchführen, einen Bluttest, um zu vergewissern, dass Sie keinen Blutkrebs zum Beispiel haben, oder irgendwelche ansteckenden Krankheiten mit in den Tempel gebracht haben. Sicher. Sie nehmen dir ausgesprochen vorsichtig und aufmerksam eine Blutprobe ab. Versorgen deine Wunden, reinigen die, vernähen die neu, legen dir eine kleine, welche Verletzung war das, die du da verbunden hattest selber? Die Sprengfalle, die ich gefressen habe. Ah ja, okay. Sie legen dir mehrere kleine, orange-gelbliche Gummischläuche in die größeren der Schrapnellverletzung. Kleben die dann drumherum zu oder vernähen sie drumherum, besser gesagt. Dies sind Drainagen. Sie werden dafür sorgen, dass Wundflüssigkeit ablaufen kann und weitere Schwellungen vermieden werden. Wir werden sie ihnen täglich wechseln und reinigen. So sollten Infektionen ausbleiben und eine größere Einschränkung vermieden werden. Murphy guckt sehr aufmerksam zu, sowas hat er noch nicht gesehen. Ja, das sieht auch sehr lustig aus, weil du jetzt ein halbes Dutzend kleiner Gummischläuche hast, die so aus deiner Schulter und deiner Brust so herausgucken. Siehst so ein bisschen aus wie so ein übler Mutant mit zusätzlichen Augen oder so. Aber du wirst sehr sorgfältig versorgt und dann wieder eingepackt mit einem professionellen, sauberen Verband. Bekommt Ellie auch eine Behandlung für ihren Arm noch? Ellie bekommt eine Behandlung. Jeder von euch kann sich hier behandeln lassen. Von hier wird eine Blutprobe entnommen. Ellie und Harley kommen jeweils an einen Tropf, was Ellie so ein bisschen den Rest gibt. Weil du jetzt ein Durchgehen nicht... Das ist jetzt kein netter Tropf, sondern es ist ein durchgehender Tropf mit Ruhigstellern. Scheiße. Aber ihr werdet versorgt und ihr bekommt Tätowierungen. Eine Tätowierung auf das Handgelenk, eine Tätowierung auf die Brust mit der Nummer, die ich bei euren Charakteren bereits vermerkt habe. Kein Platz mehr. Okay, wenn da kein Platz mehr ist, dann fragen Sie dich, wo Sie dann dürften, weil das die Stellen stimmt. Der Unterarm ist bei dir ja komplett voll, die Brust wahrscheinlich auch, oder? Ja. Dann auf der linken Arschbacke wäre noch Platz.
Wir würden gerne eine leicht zugängliche Stelle nehmen. Sie müssten diese nämlich am Tor vorzeigen und einige der Engelgardisten könnten unangenehm reagieren. Handrücken. Okay, kriegst du die auf den Handrücken, gar kein Problem. Die Erdwiese tätowieren ist übrigens sehr interessant. Du hast alle möglichen Arten von Tätowierungen schon am eigenen Körper erfahren. Einfache Knochensplitter mit Tinte, kleine selbstgebaute Tätowiermaschinen mit einem Motor drin. Du hast wahrscheinlich sogar mal einen richtigen Tätowierer in irgendeiner größeren Stadt mal gehabt, der das gemacht hat. Die haben eine sehr interessante Art und Weise, und zwar sieht das so ein bisschen aus wie so ein Handkassenscanner, mit dem sie einfach über die Stelle drüber fahren, und man spürt so ein leichtes Brennen, als die Tätowierung quasi maschinell unter die Haut gepresst wird. Das ist ja geil. Wo gibt's denn so ein Patent? Die Tätowiereinheiten sind ein Relikt der Vorzeit, das uns gnädigerweise als Blaupause in die Hände gefallen ist. Wenn Sie es wünschen, könnten Ihnen etwas Vergleichbares sicherlich als Teil Ihrer Belohnung gegeben werden, wenn Sie dies äußern. Mal eine ganz andere Frage. Ich habe da so einen Kumpel, ne? Der hat da so einen elektrisch-mechanischen gepanzerten Unterarm und sowas. Ne? Total geil, das Ding. Wenn der irgendwo zuschlägt, da wächst ja kein Gras mehr. Sowas könnt ihr mir zufällig nicht anbauen, oder? Die beiden schauen sich an, also der Arzt schaut die Schwester an und wieder zurück. Eine interessante Tatsache. Was können Sie mir über Ihren Freund sagen, damit wir eine Ahnung haben, was für eine Art von Implantat es sich handelt? Ja, also er beschreibt den halt so, wie er ihn sieht. Ne? Also der ist dann halt so oberflächlich. Also die Hand sieht aus wie eine Hand, also wie eine Hand, die in einem Handschuh steckt, der bis zum Ellenbogen geht und der so Panzerplatten eingearbeitet hat. Der Arzt hört sich das an. Diese Information ist ausgesprochen interessant. Wir haben die Möglichkeit, Teile Ihres Körpers durch mechanische Teile zu ersetzen, wenn Sie dies wünschen. Wir vermeiden es normalerweise bei gesunden Körperteilen, aber auf Ihren persönlichen Wunsch hin können wir dies natürlich tun als Teil Ihrer Bezahlung. Ja, ich werde noch eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht fällt mir auch noch was Geileres ein. Wir würden allerdings gerne mehr über den Arm Ihres Freundes erfahren. Ist er auch hier in der Stadt? Nee, leider nicht. Der ist einige Tagesreisen weg von hier. Es könnte sich dabei um ein kompetitives Produkt handeln, das nicht von uns kommt. Wir wüssten gerne, wer sonst noch im Ödland diese Technologie besitzt, um einen Austausch mit diesen Personen herbeiführen zu können. Wenn Sie nähere Informationen uns noch liefern können, vielleicht in einem Gespräch mit einem unserer Ingenieure, der Ihnen vielleicht einige Details abfragen könnte zu diesem Arm. Vielleicht hilft uns das schon, die Herkunft des Arms Ihres Freundes zu bestimmen. Ja, ich glaube ja, den hat er selbst gebaut, aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss ihn nochmal fragen, denn wenn er mir wieder über den Weg läuft hier. Ja, oder vielleicht kann ich ihn ja auch dazu überreden, hier, dass wir mal zusammen herkommen und so. Vielleicht ist ja da so ein kleiner Austausch von Komponenten, bisschen Wissen und so möglich. Ich denke, unsere Ingenieure wären mehr als begeistert über diese Möglichkeit. Wenn Sie vielleicht morgen zu Ihrem Mittagessen noch nichts vorhaben, würde ich einen unserer Brüder aus dem Chor der Ingenieure bitten, dies mit Ihnen zu halten. Und sie zu befragen. Ja, klar. Vielen Dank. Mittagessen klingt gut und dann nebenbei ein bisschen sabbeln, alles super. Gut. Ihr werdet aufmerksamst versorgt und es steht euch dann frei zu gehen. Ali und Ellie aber sind noch auf Wolke 7 im Augenblick nach eurer Behandlung. Die Behandlung dauert anderthalb Stunden, wo sich dann halt zwei, drei Leute aufmerksam um euch kümmern. Ihr könnt alle eure Verletzungen auf in Heilung befindlich setzen und der Heilungsprozess beginnt jetzt auch. Das heißt, wir können bald dann entsprechend anfangen abzustufen. Okay. Psychoknacks. Ja, so, das bleibt ja moderat dann, oder? Meine Angst vor Dunkelheit zum Beispiel. Das ist ja erstmal da.
wenn du jetzt die ganze Zeit hier an diesen Tropf angeschlossen bist und die ganze Zeit dieses Trauma durchlebst. Ich glaube, das wird nicht besser. Alles gut, Schwesterchen. Mit seinem Creepo und dann die ganzen anderen Dinge im Raum. Du hast jetzt also eine medizinische Behandlung bekommen. Das heißt, deine schwere körperliche Verletzung wird heilen mit der Zeit und dann deine kritische auch. Dein mentaler Stress wird erst zurückgehen, wenn du dich aus dieser für dich sehr stressvollen Situation zurückziehen kannst. Mhm. Vorher leider nicht. Körperlicher Stress heilt allerdings dann jetzt auch für euch. Aber da bist du ja, glaube ich, nach der Nacht eh schon runter von. Gut. Freunde in der Nacht, wohin geht's für euch zwei, die sich noch frei bewegen können? Also tatsächlich würde ich gerne bei den Mädels bleiben, so auch wenn ich, auch wenn Two Fry denn so manchmal ein Arsch ist und so, ne? Aber so ein. Ich meine, Harley ist trotzdem, weil sie, auch wenn sie total bescheuert ist, ist sie immer noch Member. Und und Ellie ist halt sein Findelkind, ne? So, das ist, irgendwie hat er dann doch so ein bisschen, ja, dass er gucken muss, dass da alles in Ordnung ist. Und wenn die aufwachen, dass sie ein bekanntes Gesicht sehen, obwohl er sich nicht ganz sicher ist, wie Ellie reagieren wird. Ja, nachdem sie ja ihn schon verdächtigt hat, gemeinsame Sache zu machen mit den Mördern und Perversen und keine Ahnung, was sie alles beschimpft hat. Ja, aber auf jeden Fall, Two Fry fragt, ob er dann halt da bleiben kann, ob sie ihm irgendwie mal einen Stuhl geben können, dass er sich da in der Nähe irgendwo platzieren kann, so wenn die dann aufwachen, dass er halt da ist. Das ist gar kein Problem, ihr könnt gerne da bleiben. Sie bieten euch übrigens auch an, eure Kleidung zu reinigen. Oh ja. Und geben gar keine euch Kleidung. Ja, die Damen. Du bist eben nur noch im Leibchen und Harley auch jetzt. Die wird jetzt auch gerade quasi neu eingekleidet. Two Fry fragt, ob es möglich wäre, eine frische Unterhose zu kriegen. Gar kein Problem. Es gibt da Pakete, kleine Bündel aus in weißen Stoff eingeschlagen, die euch zur Verfügung gestellt werden. Das sind jetzt keine Krankenhausklamotten, das sind quasi wie so ein bisschen vom Schnitt her wie so ein Kampfsport-Gi, auch mit einem sehr, also so eine sehr weite Hose mit einem weiten Schlag und ein Oberteil, das man vor der Brust zusammenfalten kann, aus einem sehr kräftigen Stoff und so one size fits all. Das heißt, bei Two Fry ist es halt schon eher formschön. Wurst in Pelle, sagst du auch. Nein, es liegt an. Es fällt sonst niemandem auf, dass es tailliert ist, aber anscheinend ist es das. Bei Murphy wirkt halt ein bisschen, wirkt halt sehr entspannt, wenn er das anziehen möchte. Ist halt eher so wie so ein Jogginganzug dann. So, Two Fry, was machen wir jetzt? Gehen wir rüber suchen? Also, ja, stimmt. Rübel? Ja, achso, ja, Two Fry scheint sich jetzt erst dran zu erinnern. Ja, stimmt, ja, da war ja was. Die olle Kuh, die immer halbwegs leckeres Essen zaubert. Ja, ich weiß nicht. Also Two Fry fragte nochmal vorher von denen ein, die da so bei den Krankenlagern rumwuseln, wie lange das denn ungefähr dauern wird, bis die Mädels aufwachen. Quintus ist auch noch bei euch. Der hat sich also nicht von euch entfernt. Der so ein bisschen der euch als Verbindungsoffizier jetzt quasi zur Seite steht. Aber du fragst eine der Schwestern und die beiden Damen sind bis auf Weiteres sediert und die Planung ist, dass sie für die nächsten Stunden in diesem Zustand bleiben, während sich ihre Körper und Seelen von dem Stress erholen und sich daran anpassen können, geänderten Lebenssituation anpassen können. Also, um es ganz kurz zu machen, die sind nur ein paar Stunden weg. Die Frau mit der Gasmaske nickt. Gut. Ja, Murphy, Rübel, ja. Entschuldigt, wenn ich mich einmische, die Herren, möchten Sie vielleicht erst einmal Ihre Zellen besuchen?
und sich dort zählen, einrichten. Das hört sich gar nicht gut an. Wieso zählen? Haben wir was verbrochen? Nein. Selbstverständlich nicht. Unsere Unterkünfte werden bezeichnen wir als Zellen. Es sind Orte der Einkehr. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, frei zu gehen. Es steht Ihnen selbstverständlich auch euch natürlich auch frei, nach Milton zurückzukehren und dort eine Unterkunft zu suchen. Aber hier haben wir für Sie Räume vorbereitet, einzelne Zimmer, die Ihnen die Möglichkeit geben, die nötige Privatsphäre, die Sie brauchen, zu leben. Was sagst du, Murphy? Ja, sicher. Ja, können wir machen. Können wir uns hier auch ein bisschen umsehen und so? Oder ist hier irgendwie was, wo wir nicht hin dürfen? Es gibt Bereiche, welche markiert sind, welche für Sie gesperrt sind. Sie sind aber auch für viele andere der Brüder und Schwestern gesperrt. Sie sind markiert mit gelben Streifen oder roten Streifen an den Türen, deutlichen Warnhinweisen, dass sie nicht zu betreten sind. Es handelt sich dabei um Laboratorien, die empfindliches Material enthalten oder giftige Stoffe. Der Reaktorbereich, der nur mit gesonderter Schutzkleidung zu betreten ist, solche Dinge. Ja, hier euer Oberchef vorhin, der hat ja gesagt, hier so, wir dürfen uns ja eventuell so fünf Leute befragen, ob die vielleicht mit uns kommen wollen. Wie sieht's denn aus? Wenn wir da uns, also können wir jetzt mal durch die Gegend ziehen und mal gucken, ob uns da einer ins Auge springt oder eine? Selbstverständlich. Die Stadt, zumindest diese Seite der Stadt, steht Ihnen frei. Und mit den Tätowierungen, die Sie erhalten haben, wenn Sie sie vorzeigen, können Sie sich damit ausweisen als Ehrengäste der Kirche. Sie erhalten in allen der öffentlichen Küchen Nahrung, können in den Bars Getränke bekommen, haben die Möglichkeiten, die Duschen aufzusuchen, auch außerhalb des Tempels und die anderen Annehmlichkeiten der verpflichteten Arbeitskräfte zu nutzen, wenn ihnen der Sinn nach dieser Art von kommunaler Nähe steht. Ansonsten haben wir natürlich auch alle Annehmlichkeiten, die sie benötigen, hier im Tempel selbst. Aber folgen Sie mir erst einmal. Wir können uns unterwegs auch unterhalten. Und er geht vor und ihr verlasst das Krankenquartier. Der Weg ist nicht... Wer ist jetzt noch alles da hier? Kick-Ex? Die kennt ihr noch nicht. Ach, kennen wir noch nicht. Okay, gut. Also nur Murphy und ich, oder was? Murphy und Two-Fry. Genau, ihr seid die letzten verbliebenen Kräfte. So, also wenn der feine Herr Murphy nichts dagegen hat, dann folge er bitte. Ich glaube, er hatte sich schon positiv geäußert dazu. Ja. Ihr werdet durch die Gänge geführt und es bleibt dabei, wie es auch bisher erlebt habt. Die Gänge sind alle sehr hell beleuchtet. Ihr habt immer wieder diese Nischen mit den heiligen Bildern, viele Leute, die hin und her laufen und sich unterhalten. Es ist ein ungewohnt zivilisiertes Bild. So stellt ihr euch das auch in den Bunkern vor, die vielleicht immer noch irgendwo geschlossen existieren oder teilweise auch geöffnet noch ihren Lebensstandard gehalten haben. Die Leute halten sich fern von euch, werden still, wenn ihr in die Nähe kommt oder ihr bemerkt werdet. Es scheint aber deutlich weniger zu sein, jetzt wo ihr eure Raider-Kleidung abgelegt habt und in etwas ortstypischere Kleidung gehüllt seid. Ihr werdet zu den Zellen gebracht, die nur ein paar Gänge entfernt sind von dem Krankenquartier. Es sind, die Türen sind mit dicke Metalltüren, die von der Innenseite verschlossen werden können. Es ist ein, mit einem einfachen Riegel, der vorgemacht werden kann. Es sind Schiebetüren, die sich in die Wand zurückziehen und ihr seht jetzt auch, wie dick diese Wände sind. Also ihr habt gut einen halben Meter Beton quasi zu den Gängen hin. Sodass ihr da eure Ruhe habt. Die Zellen sind nicht wahnsinnig groß, etwa 3 Meter lang und 2 Meter breit, haben ein simuliertes Fenster jeweils am hinteren Bereich in einer Wandnische, wo der große Schaltkreis, das Symbol der Kirche des Stroms ist, darüber ein Fenster, hinter dem eindeutig Tageslichtlampen sind, also so als würde Sonnenlicht hereinscheinen, aber ihr merkt sehr schnell, dass es sich dabei nicht wirklich um Sonnenlicht handelt, sondern einfach nur um eine Annehmlichkeit. Auf der linken Seite ist ein einfaches Bett in eine Wandnische eingelassen. Es ist sauber gemacht,
besitzt eine Sprungfederkernmatratze da drauf. Ihr habt die Möglichkeit, Kleidung unterzubringen. Es ist sogar Kleidung in den Schränken schon vorhanden. Ihr habt ein kleines metallenes Waschbecken hier, ein eigenes Klo auf dem Zimmer. Jetzt muss man natürlich sich überlegen, bei einem Zimmer von der Größe, wenn man da ordentlich reinpupert. Aber ihr habt ja noch die Zimmer von Ellie und Harley, die im Augenblick nicht benutzt werden. Ja, also hat Two-Fry irgendwo auf dem Weg dahin oder in diesen Räumlichkeiten irgendwo ein Rauchenverbotsschild gesehen? Nein. Ja, dann steckt er sich jetzt erstmal irgendwie noch eine von seinen verbogenen Fluppen, die irgendwo noch in seinen Taschen rumlungern, noch einer an. Ach stimmt, ja, er hat ja so eine Packung Kippen noch von Dolly geklaut aus der Tasche. Ja, da steckt er sich jetzt erstmal eine an und wird erstmal schön inhalieren und Murphy fragend angucken, weil der das bestimmt nicht lassen kann, jetzt sein dummes Maul zu halten. Also ich kann nicht lassen, mein Maul zu halten. Ich bin auch nicht ganz sicher, wo er damit hin wollte. Du hast ja immer irgendeinen schlauen Einfall oder was weiß ich. Ich lasse mich erstmal aufs Bett fallen. Es gibt ein kreischendes Protestieren von sich, wie es nur Federkernmatratzen produzieren können. Kennt ihr das? Wenn man so in ein Hotel kommt und sich als allererstes aufs Bett fallen lässt und dann erstmal da liegt, das macht jetzt Murphy erstmal zelebrieren. Nee, im Hotel muss man erstmal Haare suchen. Im Hotel muss man erstmal gucken, ob irgendwo Haare im Bett sind, bevor man sich darauf legt. Du bist seltsam. Ja, das mache ich nicht. Nee. Du lässt sie aufs Bett fallen und starrst zur Decke, siehst über dir den Beton, den verputzten und bemalten Beton und merkst dieses gleichmäßige, warme Licht um dich herum, das von den fluoreszierenden Deckenlampen auch noch ausgeht, die zusätzlich zu dem falschen Fenster quasi den Raum beleuchten. Außerdem seht ihr, dass der Rauch von der Zigarette, sobald er nach oben gestiegen ist, ein bisschen anfängt sich leicht zu drehen und in einer Öffnung verschwindet, die direkt unter der Decke angebracht ist. Ein kleiner Metalldeckel, unter dem abgesaugt wird. Weißt du, Two-Fry, daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Warum werden wir eigentlich nicht in unseren Vasallendörfern so empfangen? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Vielleicht sollten wir mal für, Moment, wie heißt dieses bescheuerte Wort nochmal? Innovationen oder irgendwie sowas. Ja, also für Neuerungen sorgen da und so. Ja, und am besten... Hat der Typ vorhin eigentlich gesagt, wir können hier rumficken? Mit den Barcodes? Wir können hier was? Ich glaube, der hat gesagt, wir dürfen die Sklaven vögeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gesagt hat. Naja gut, ich meine, ich habe zumindest nichts gehört, was uns das untersagt, ne? Der hat irgendwas hier von körperlicher Nähe gefaselt und lokalen Annehmlichkeiten und so ein Scheiß. Wir können auch einfach mal die Stadt erkundigen und sagen, wir suchen Rübe und suchen einfach mal. Also ich würde sagen, mein erster Anlaufpunkt, um Rübe zu finden, wäre doch der örtliche Puff. Meinst du? Ja, Mann. Ich meine, also sie hat schon, ja, ich muss ja wirklich sagen, also manchmal hatte ich schon wirklich so den Eindruck, also so, ihr Gesicht sieht aus wie so, als würde sie Pimmel fressen wie Nudelsalat, ne? Also, ja. Ja, ach, weißt du was? Ja, gucken wir doch einfach mal. Ja, machen wir das. Okay. Wir gehen also Rübe suchen. Okay.
Ihr macht euch auf den Weg und ihr müsst euch ein bisschen rumfragen, bis ihr den Ausgang findet. Es dauert ein bisschen, bis ihr den inneren Aufbau der Kirche verstanden habt. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so gehen. Aber ihr geht über den großen Innenhof und am Tor werdet ihr kurz angehalten. Und eure Codes werden quasi kontrolliert, eure Tätowierungen werden abgescannt und in ein Terminal eingegeben. Der Wachmann trägt einen Körperpanzer über seinem Neoprenanzug, hat die Gasmaske auf, die Waffen dabei, wie die letzten Male auch beschrieben, und wendet sich an euch. Hier ist vermerkt, dass ihnen eine Ehrengarde zusteht. What? Ehrengarde? Alter, das hatte ich ja noch nie. Du schon mal, Murphy? Eine Sekunde. Er dreht sich kurz um, spricht kurz in Mikrofon. Und zwei Wachleute kommen aus einer Wachstube auf der anderen Seite des Innenhofes. Ein männlicher und ein weiblicher Gardist tragen auch diese schwarz-weißen Neoprenanzüge. Darüber Körperpanzer, Schultern, Brustpanzer, Oberschenkel, Unterschenkel, haben Langwaffen dabei, tragen an der Hüfte die Elektroschocker. Die Frau hat etwas größeres Automatikgewehr, der Mann eine quasi Maschinenpistole und dazu noch einen Kunststoff, so ein Ballistikschild, den er mitträgt. Der Wachmann spricht kurz mit den beiden und die nicken einfach nur, wendet sich dann euch zu. Die Herren, diese beiden stehen ihnen als Führer und Ehrengarde zur Seite. Wenn sie dies wünschen, begleiten sie sie und achten darauf, dass sie nicht in Probleme geraten, die aufgrund der Unwissenheit die hiesigen Geflogenheiten befallen können. Wie heißt das Wort, Murphy? Haben wir eine Wahl? Selbstverständlich. Murphy, wie heißt dieses Wort? Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf. Danke? Ja, klingt so ähnlich wie danken, merkt ihr das? Ja, ja. Tufrei dreht sich zu den beiden Begleitern, zu der Ehrengarde um. Aha, ihr seid also unsere Führer. Die Frau, sie nicken beide. Die Frau macht einen Schritt nach vorne und sagt, ich bin 7432. Wir stehen zu Ihren Diensten. Du hörst unter der Gasmaske zwar die Stimme, die etwas muffelig ist und etwas dumpf ist unter der Maske, aber klar und deutlich zu erkennen mit einem sehr militärischen Ton in der Stimme. Wie sind denn eure Codenamen? Sie legt den Kopf gleich schräg. Meine Kennung ist 7432. Dies hier ist 9342. Habt ihr noch Namen mit Buchstaben? Der Wachmann, der noch dabei steht, entfernt sich von euch und geht zurück zu seiner Position am Tor. Die Frau schüttelt den Kopf. Von dieser Praxis wird abgesehen. Es ist uns bekannt, dass die Sklaven dies betreiben und dass außerhalb der Stadt und außerhalb des Tempels Namen noch regulär benutzt werden, auch von einigen der Priestern, die Kontakt haben zu Ödländern. Uns wurde diese Genehmigung nicht erteilt. Wir sind Ödländer. Ich weiß nicht, wie merkt ihr euch diese Zahlen überhaupt? Kommt mir unnötig kompliziert vor. Es ist genauso einfach wie ein Name, sich einen Namen zu merken. Ja, zum Beispiel, ich habe da schon drauf hier. 1588C785. Aha. Kann ich auch. 7473272. Die Frau guckt kurz auf dich. Das ist nicht ihre Kennung. Und das war seine? Ja. Oder?
Okay. Ja gut, ich kriege das auch noch hin. Wir schlendern also schon so langsam los, da in Richtung Stadt und machen weiter Smalltalk mit unserer Ehrengarde. Ja. Dann würde ich mal kurz die Szene wechseln, weil wir haben jetzt hier sehr viel Zeit mit euch verbracht schon. Und dabei ganz vergessen, dass wir zwei Personen hier haben, die bisher noch gar nichts gesagt haben, sich aber das letzte Mal auf einen Hinterhof zurückgezogen haben, zwischen den Gewächshäusern, um sich miteinander auszutauschen. Also doch nicht im Puff. Noch nicht. Wer weiß, wo sie es jetzt noch hinführt. 3967 und 1347. Wie verbringt ihr die letzten... Habt ihr die letzten Stunden verbracht? Ach so. Wir sind hinter dem Gewächshaus und also wir steigen jetzt nicht dort ein, wo wir hinter dem Gewächshaus sind, sondern... Schon ein bisschen später dann sozusagen. Wie ihr möchtet. Okay. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ich würde sagen, wir haben das auf jeden Fall erstmal hinter den Gewächshäusern bequatscht, was da passiert ist. Rüber hat Kickex so alles erzählt, was passiert ist mit Kiki. Und Kiki ist ja eine Freundin von Kickex und hat ihr Bein verloren, wird wahrscheinlich sterben gelassen. Und für Rüber war das alles sehr dramatisch. Und Rüber merkt auch beim Sprechen, dass sie super Adrenalin-Putsch hat und überall zittert und eigentlich gar nicht mehr klarkommt auf diese Situation, was sie gerade erlebt hat. Und so wütend ist, so wütend auf diese verfickten Menschen in dieser verfickten Stadt und eigentlich vor jedem Wort verfickt und fucking und kack und sehr in diese Vulgärsprache abgleitet gegenüber Kickex. Was selbige wenig stört. Die das sogar sehr angenehm wahrscheinlich findet. Ja, sie hat das so alles erzählt und ist so, bleibt dann plötzlich stumm, guckt so an sich herunter. Sie ist total verrußt, blutbeschmiert, sie sieht aus richtig beschissen. Und denkt sich nur so, ich glaube, ich will duschen. Ich stinke auch total nach Leichenteilen, nach Kiki und guck Kickex an. Ich gehe jetzt duschen und du kannst mir zeigen, wo die Dusche ist. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Ich wurde nur in diesem Hauptversammlungshaus da einmal geduscht und jetzt darf ich ja wieder duschen, aber ich weiß nicht, wo ich duschen soll. Und du bist ja viel länger hier als ich und du musst mir zeigen, wo ich duschen könnte. Also erstmal gucken gehen. Ja, geht voll klar. Also, ich bin noch voll durch den Wind, also... Wir können das hier nicht so durchgehen lassen mit dieser blöden Stromkirche und... Schon mal vor, die lassen sie verrecken, das war ganz schlimm und keiner hat sich geschert und... Rübe kommt gar nicht klar. Wiederholt sich die ganze Zeit. Mich kotzt es genauso an. Mich kotzt es an. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber komm, ich zeig dir, wo die Duschen sind. Du musst erstmal wieder auf dich klarkommen. Und dann überlegen wir uns was. Ich zerre Rübe so ein bisschen am Arm hoch und schleift sie, die noch ein bisschen verwirrte Rübe hinter mir her zu den nächsten Duschen und schaue mich aber unterwegs um, ob da irgendjemand von den Aufsehern ist, weil es wurde ja eigentlich angeordnet, dass wir zu der medizinischen Versorgung gehen. Von den Retributoren sind augenblicklich keine zu sehen. Ihr habt euch eine ganze Weile zwischen den Gewächshäusern aufgehalten, in einem quasi Hinterhof zwischen mehreren Häusern, die wo die Tanks gelagert werden mit der Biomasse, die für die weitere Verarbeitung zugeteilt worden sind.
Ihr kommt zurück auf eine der Hauptstraßen, werft Blicke nach links und rechts und seht einfach nur weitere Arbeitskräfte mit blinkenden Krägen und ausdruckslosen, leicht glücklichen Gesichtern, die an euch vorbeiziehen, ihrer täglichen Arbeit nachgehen und euch wenig Aufmerksamkeit schenken, obwohl ihr so teilweise blutbeschmiert und rußverschmiert aussieht. Die Duschen sind in Mold Town, das heißt runter Richtung großen Wand. Du führst sie und könnt euch währenddessen noch unterhalten, wenn ihr das wünscht. Was allerdings nicht ganz üblich ist. Hier in Green Hills wird sich, wenn, dann auf der Arbeit unterhalten und professionelle Gespräche geführt. Wenig privat ausgetauscht, das weißt du auch und das weiß Rübe wahrscheinlich jetzt auch nach der kurzen Zeit, in der sie da gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz ist Rübe aber die ganze Zeit am Quatschen und aber wie gesagt, wiederholt sich irgendwann dann. Und bringst du dein Missfallen laut zum Ausdruck oder hast du andere Themen? Sie ist schon sehr, sehr, sehr geschockt davon und sie flucht jetzt nicht extrem über diese Stadt allgemein und über die Leute, aber sowas wie perfekt und keiner hat geholfen, keiner hilft und die arme Kiki, so Wortfetzen kommen die ganze Zeit aus ihrem Mund. Hm. Also sie ist, Kikix geht da drauf nicht wirklich ein, aber die pübbelt auch so ein bisschen in sich rein, so, es geht mal alles so auf den Sack und da hat man einmal jemanden kennengelernt und dann, wirklich. Und ist denn sowas schon mal passiert? Also passiert sowas häufiger? Sie reagiert darauf gar nicht, sondern zerrt sie nur zu den Duschen, wohl wissend, dass man sich eigentlich auf den Straßen nicht laut unterhalten sollte, aber beide grummeln so ein bisschen in sich rein. Okay. Der Weg zu den Duschen ist ein gutes Stück. Ihr seid von dem Punkt aus in der Stadt, wo ihr seid, ungefähr noch eine Viertelstunde unterwegs, bis ihr an den Rand von Motown kommt. Hier wechselt die Szenerie quasi schlagartig von einer Straßenseite zur nächsten. Motown liegt etwas mehr im Schatten als da die Bereiche, wo die Gewächshäuser aufgebaut worden sind. Und wird halt dominiert durch die rostgrauen, metallgedeckten Dächer, die ineinander verschachtelt sind und die Gebäude ineinander verschachtelt sind und sich gegeneinander schmiegen. Hier sind im Augenblick verhältnismäßig wenig Leute unterwegs. Es ist Arbeitszeit, das heißt nur Leute, die direkt in Mold Town arbeiten, sind hier noch unterwegs und nichtmals wahrscheinlich ein Zehntel der sonstigen Bevölkerung bewegt sich durch die Stadt, transportiert Nahrungsmittel, arbeitet in den Großküchen, bereitet das Mittagessen vor, genau, wir hatten Vormittag noch. Oder? Nein, gar nicht wahr, ihr hattet einen frühen Nachmittag, ihr hattet den Wechsel schon. Das heißt, ihr hattet schon Mittagessen gehabt und bereiten quasi das Abendessen vor als nächstes. Die Duschen sind in einzelnen Gebäuden, Betongebäuden mit ähnlich, die sich durch wenig unterscheiden vom Rest der Umgebung, einheitlichen Baustil hier, sind große kommunale Duschen mit gefliesten Wänden und Böden, rostigen Rohrleitungen und Duschköpfen, die von oben quasi hinein führen. Vor der Tür steht ein einzelner Priester, der die Zugangsdaten der Personen überprüft, die zur Dusche wollen und etwas gelangweilt euren Code in ein Terminal eingibt. Rübe sagt, dass sie sie haben eine Sondererlaubnis. Und dann, nachdem er den Code von Kickex eingegeben hat, du kommst hier nicht rein. Du hast schon geduscht, letzte Woche. Du hast noch 2 Tage, bis deine Erlaubnis erneuert wird. Ey, heilige Axt, jetzt. Ach. Tick hier nicht rum, Meine Kollegin hier, die kippt doch beinahe aus dem Latschen. Ich bin traumatisiert.
Ich dusche auch nicht, ich komme nur rein, damit sie hier nicht einen Abgang macht. Und sie guckt mir zu. Mach mal einen Wurf auf Charisma, bitte. Wer? Dürft ihr euch aussuchen. Oh. Ich denke, Kekex, weil sie das Argument eigentlich bringt und diejenige ist, um die es geht. Ah. Oh, okay. Kekex ist sehr direkt, sehr aufmüpfig, so wie sie spricht. Und man merkt sofort, wie der Wächter sich versteift. Der Rücken wird gerade, er hebt sich so ein bisschen aus seinem Stuhl und die Augen unter der Gasmaske beginnen zu funkeln. Er setzt an, etwas zu sagen, als du, Rübe, dann diesen Einwand machst, ja, und sie guckt mir zu. Und du merkst dann, wie er dann sich ein bisschen entspannt. Ich werde ein Vermerk in deine Akte machen. 3967D124. Für ungebührliches Verhalten. Das wäre dein vierter Eintrag dieser Art. Er nickt. Aber ich sehe, ich verstehe, dass sie in ihrem, dass du in deinem augenblicklichen Zustand 1347C etwas Unterstützung bei der Reinigung benötigen könntest. Eine Sondererlaubnis wird gewährt für dieses Mal. Kekex schenkt ihm ein Grinsen und zerrt rüber rein. Rübe lässt sich mitzerren. Also hier sind nicht nur die Duschen, hier sind auch die Möglichkeiten, hier sind Waschbecken, es sind Trockenhauben, quasi um sich fest installierte Föhns, um sich zu föhnen. Es sind keine Handtücher da, die muss man sich selber mitbringen normalerweise, aber die Trockner sind dafür da, um halt die Feuchtigkeit vom Körper zu vertreiben. Die nämlich überall hier ist, auch in der Kleidung, auch in den Handtüchern, die man mitbringt, weil diese ganze Stadt einfach feucht ist. Kekex geht mit rüber zu den Duschen und zeigt auf die Kabine, setzt sich, geht gegenüber an die Wand und ist selber immer noch so ein bisschen K.O. von der Geschichte, von den Erlebnissen, die sie gehört hat, und lässt sich so ein bisschen an der Wand so runterrutschen und setzt sich auf den Hosenboden, auf den feuchten Boden, und wartet, bis Rübe duscht. Ja, Rübe zieht sich aus, läuft erstmal so ein bisschen vor Kekex rum, hin und her, alles nackig. Die sind so die ganze Zeit. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ich dachte, hier ist das Paradies. Ich habe mich so wohl gefühlt. Und jetzt, einen Tag später, habe ich schon keinen Bock mehr. Das Paradies? Alter, was hast du gedacht? Nee, es gibt Essen, ganz viel Essen. Und ich kann Essen anbauen und essen. Und dann haben sie gesagt, dass ich Schule machen kann. Dass ich lesen lernen kann. Haben sie gesagt. Und dass ich vielleicht Biogenetik studieren kann. So schlau, wie ich ja bin, haben sie gesagt. Sie haben mich schlau genannt. Ich wurde noch nie schlau genannt. Vorher. Sie haben mich schlau rübergerissen, läuft die ganze Zeit hin und her. Ja. Hast du dich denn immer unwohl hier gefühlt? Oder was ist denn das für ein... Oder auch mal wohl? Das ist doch alles Bullshit. Ich meine, Essen gibt's doch auch woanders. Ja, warst du schon mal draußen unterwegs? Was wir da essen? Draußen? Ja, nee, ne? Naja. So richtig nicht, ne? Naja. Ja. Ich zeig dir das alles draußen mal und dann koche ich draußen mal für dich und dann wirst du den Unterschied mal sehen und ich koche sehr gut. Und es wird trotzdem kacke schmecken. Aber ich koche sehr gut. Kekex springt auf und geht so rüber und hält sich so an den Schultern fest und guckt ihr ins Gesicht. Du nimmst mich hier raus? Ja klar, wir kommen hier raus. Ich habe auch schon eine Idee. Alter, was redest du? Willst du? Ja. Oder willst du nicht?
Willst du drin? Aber. Bleiben? Na, aber sicher. Also. Also guck mal, meine Gang ist ja eigentlich noch draußen. Und eigentlich war der Deal, dass ich auch wieder rauskomme. Die warten ja draußen auf mich. Also muss ich ja wieder rauskommen. Ich bin da nur reingekommen, habe ich dir schon erzählt, auf dem Dach, damit da so ein verfickter Member einen Ball kriegt. Aber... Ernsthaft? Ja. Und hat sie auch verdient, weil die hat noch nie ein Bike gehabt, so richtig. Oder hatte sie schon? Aber das hat sehr gut zu ihr gepasst. Ich fand schon, dieses rote Bike hat sehr gut zu ihr gepasst. Und konnte ich nicht anders machen. Aber, ja. Und wir hatten Deal. Und ich muss auch wieder rauskommen, weil sie warten draußen. Also eigentlich muss ich ja wieder raus. Kekex, du spürst so einen leichten Druck auf dem Herzen. So ein sehnliches. Machst einen Schritt zurück und dir wird dann schmerzlich bewusst, dass das Ganze doch einfach nur nicht wahr sein kann, was sie sagt, was Rübe da sagt. Dieser Kontrast, den du gerade vor dir siehst, diese aufgebrachte Frau, komplett nackt und glatt rasiert, wie alle hier. Das Einzige, was sie noch trägt, dieses Halsband. Mit dem kleinen roten Licht daran, das man jederzeit sehen kann im Dunkeln. Und von dem du weißt, wenn man an der falschen Stelle zu weit geht. Es gibt hier kein Entkommen. Niemand ist von hier entkommen. Du hast noch nie von jemandem gehört, der gegangen ist. Außer in den Tempel. Und das wird dir klar. Sie spricht große Worte. Und du glaubst ja auch, dass sie das meint. Aber du siehst sie an und das Einzige, was sie nicht ablegen konnte, war das Sklavenhalsband. Kegex spürt so ein bisschen so einen aufsteigenden Kloß im Hals und aber dann gleichzeitig dieses Gefühl wie so kleine Kinder vor Weihnachten haben, so es wird bald irgendetwas passieren, was sie nie für möglich gehalten hätte. Und sie ist sehr hin und her gerissen, weil sie ja, sie hört die Geschichten von Rübel. Sie hat gehört, wie sie von der Gang erzählt hat und wie sie einen Supermutanten getötet hat und den angeblichen Road-Captain dabei, der gar nichts gemacht hat dabei. Hat sie alles erzählt. Rübe, schieß los. Ich will alles wissen. Ich will alles wissen von deiner Gang. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der hier rausgekommen ist. Noch nie. Aber mit einer Gang. Also ich meine, alleine schafft das ja keiner. Aber wenn eine krasse Gang hat, ich meine, hallo, das ist so. Ja, okay, nicht alle. Ganz ehrlich, nicht alle da in der Gang sind krass. Aber viele sind sehr krass. Oder? Eigentlich sind alle krass. Einige sind krass dumm und krass inkompetent, aber viele sind auch krass gut in dem, was sie machen. Und das eine schließt das andere auch nicht aus. Oder, ja, du kannst auch alles in einem sein. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir hier rauskommen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich habe doch heute Abend dieses Abendessen mit Nixi. Und wir wollten besprechen, warum ich keine einzige oder keine Mutation im Körper habe. Das fragt sie sich ja. Sie will ja mehr Informationen haben. Ich habe ja geteasert, gesagt, dass ich von einem Autodoc behandelt wurde. Das fand sie hochinteressant. Und vielleicht können wir... Kann ich sagen, hier, sie will ja Informationen haben, hat sie ja gesagt. Sie will ja heute mit mir sprechen darüber. Vielleicht kann ich fragen, ob sie dann rauskommen, wenn ich ihr Informationen gebe. Und dann können wir zu meiner Gang raus. Und dann treffen wir die draußen und können mit denen ins Ödland.
Alter, krass. Das ist doch eine gute Idee, oder? Aber was ist das für ein abgefahrener Autodog, dass der so interessant sein kann, dass die uns. Also. Dieser, das war eine Maschine. Viel, also, ne? Vielleicht gebe ich dir mal in. Guck mal, wir sind in eine Maschine gegangen, die konnte es machen, dass sich deine Haarfarbe ändert. Meine Haarfarbe. Und dass sich Zähne zurückentwickeln. Ernsthaft? Ernsthaft. Und ich hatte bestimmt, ich komme vom Feld, guck dir meine Haut an. Die ist ganz glatt. Ich sah vorher 20 Jahre älter aus. Kikiste streicht so einmal so ein bisschen unbeholfen mit ihrer etwas schweligen Hand einmal so über, so hier. über die Wange so. Ja, sanfter wäre auch okay, aber ja, voll zart, ne? Wie ein Babypopo. Und das fand sie nämlich auch sehr interessant. Aber ich habe dir noch nicht viel erzählt. Ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber würde es nicht erstmal reichen, dein beschissenes Halsband loszuwerden? Naja, klar, Halsband los und raus. Oder? Vielleicht geben sie uns ja sogar noch Geld. Ey, dafür müsstest du schon so ein Autodoc hier zwischen Arschbacken versteckt haben. Nee, das hat nicht würde nicht passen. Also mein Arsch ist jetzt nicht der kleinste, aber da passt er nicht rein. Ah. Ey, geh dich erstmal duschen. Wenn wir hier einen Abflug machen wollen, dann. Rüber dreht sich um zur Dusche. Ihr fällt gerade ein, dass sie nackt hier rumläuft und dass der Dusche hinter ihr sind und sie duschen wollte und voll stinkig ist. Ja, okay, mach ich. Geht so zur Dusche und mach die Brause an. Okay. Du duschst dich komplett ab. Es gibt hier Seifenspender an den Wänden, aus denen du quasi Schaumseife, so Flüssigseife rausbekommst und mit der du dich dann abseifen kannst. Was dir auffällt, ist, du bist gestern früh, meine ich, komplett rasiert worden. Nein, gar nicht, war spät. Gestern spät. Aber trotzdem hast du keinen Drei-Tage-Bart. Also keine Haarstoppeln. Du hast. Es ist alles ganz glatt, sodass die Hand quasi so abrutscht auf dem Körper. Also es scheint, dass die Haare scheinen nicht wahr nachzuwachsen. Zumindest bisher noch nicht. Dusch dich komplett ab. Deine dreckigen, zerrissenen Kleider schmeißt du in den Reinigungscontainer oder willst du sie mitnehmen? Es liegen dort auch Bündel mit frischer Kleidung aus. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, ich ziehe mir frische Kleidung an. Wirfst du die andere Kleidung in den Reinigungseimer? Oder willst du die mitnehmen? Nee, die ist ja total zerrissen. Ah. Und blutverschmiert und dreckverschmiert. Ja, schmeiß ich einfach hin, ja. Hm? Okay. Ihr verlasst die Dusche. Ich schmeiß sie einfach auf den Boden. Okay. Ich sehe den Eimer gar nicht. Ich habe es einfach nur so beim Rumquatschen und Rumlaufen habe ich es einfach so auf den Boden geschmissen und bin dann halt nackig vor Kickex rumgelaufen die ganze Zeit. Okay. Ihr verlasst den Bereich der Duschen wieder, den Recreational Area und vorbei an dem Wachmann, der immer noch gelangweilt die Straße hoch und runter schaut und steht in Moldtown. Die Stadt ist in demselben langsamen Trott, in dem ihr sie verlassen habt. Macht doch mal bitte einen Wurf auf Wahrnehmung und Rübe. Du kriegst eine Schwierigkeit von 2, weil du sehr geübt dran bist. Du stehst in der Straße und riechst. Du riechst etwas. Du riechst gebratenes Fleisch. Ein Geruch von gebratenem Fleisch liegt in der Luft, und zwar Fleisch, das du kennst. Hier riecht es nach Ratte. Ist das rübergekommen? Ratte. 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 Genau, okay.
Deine Nase leitet dich ein Stück weiter Richtung Wand, da wo die Häuser sich noch höher türmen, weg von den administrativen Gebäuden in die Tiefen des Sklavenlagers von Moldtown. Wobei an den öffentlichen Gaststätten, die darauf vorbereiten, die angereicherten Proteine für den Abend auszugeben und die tägliche Dosis Alkohol zur Verfügung zu stellen, bis du einen Blick in einen verwinkelten Hinterhof werfen kannst, wo mehrere Leute stehen, die über einer offenen Mülltonne, in der ein Feuer brennt, mehrere zerlegte Ratten an Spießen zubereiten. Und da würde ich dann diese Szene auch beenden. Merken wir uns da mal fürs nächste Mal. Und noch eine letzte Szene mit Harley und Ellie. Eine Sekunde. Ali und Ellie, ihr kommt zu euch. Wer als erstes, dürft ihr für euch selbst entscheiden. Aber eure Umgebung und euer Zustand ist sehr ähnlich. Eure Kleidung ist, die ihr mitgebracht habt, ist nicht mehr da. Ihr wurdet umgezogen. Tragt einfache, weiße Patientenuniformen, wie in Krankenhäusern üblich. Seid in Räumen, die sehr klein sind, mit sehr weichen, gepolsterten Wänden. Die Türen haben kleine Sichtfenster, zu klein, um sich aktiv und zu hoch, um sich aktiv daran verletzen zu können. Ihr wurdet auf den Boden gelegt und so werdet ihr auch wach. Eure Köpfe unabhängig voneinander dröhnen. Ein brennender Schmerz hinter der Stirn, als die Beruhigungsmittel nachlassen und eure Körper schmerzen ebenso, als ihr die Schmerzmittel nachlassen und ihr merkt, dass ihr mehrere Stunden in einer erzwungenen Position gelegen habt. Die Muskeln sind steif und wehren sich dagegen, sich zu bewegen für die ersten Sekunden. Über euch, Wut versteckt hinter einer hinter einem dicken Gitter ist ein unter milchigem Glas verborgenes Licht, das den Raum gleichmäßig erhellt. Ab und zu ein kleines Flackern. Und Ellie, jedes Mal, wenn es flackert, merkst du, dass es dunkler wird und dunkler. Und die Ecken werden nicht ganz hell in deiner Zelle. Du bist dir sicher, als du das erste Mal geschaut hast, war hier alles weiß, aber jetzt ist es nur noch grau und die Ecken sind finster und du siehst Bewegungen. Kleine Beine und chitin gepanzerte Rücken, die in den äußersten Ecken der Polsterung sich kriechen, sich unter der Polsterung bewegen. Dieser Ort ist... Ist er hier? Das Licht flackert. Die beiden sind aber zusammen in einem Raum. Nein, ja? Sind nicht, sind jeweils alleine. Das Licht flackert wieder, die Dunkelheit kehrt zurück. Für Harley nur für eine Sekunde, nur für einen Bruchteil einer Sekunde, für einen Augenzwinkern ist es dunkel. Für Ellie viel länger. Und jedes Mal, wenn das Licht flackert, dein Kopf weniger schmerzt und das Gift in deinem Körper, die Beruhigungsmittel nachlassen, das Flackern länger und die Dunkelheit, in der du dich befindest, sodass es dir dann vorkommt, dann beim dritten, vierten Flackern, wären es Sekunden, die zu Minuten werden könnten, wenn du so lange hier bleibst. Du hörst das Knirschen von kleinen Körpern, die aneinander reiben. Ellie versucht, sich in eine Ecke zu verkriechen und sich ganz, ganz klein zu machen. Sie hat jetzt aufgegeben, irgendwas zu tun und schließt gerade mit dem Leben ab. Brabbelt nur vor sich hin, Hilfe,
Hilfe. Der ist hier. Mörder ist hier. Redet die ganze Zeit nur vor sich her. In der Zelle von Harley erwacht das Kind. Das Kind hat Angst. Schaut sich um. Es fällt ihm auf, dass das alles nur ein Traum war. Das hat die warme Stimme. Die Mutter hat es erzählt, schon die ganze Zeit. Sie schreiten auch miteinander gerade. Sie sagt, nein, das war echt. Ich habe dir doch erzählt von den Wundern da draußen, vom Ödland, von den grünen Bäumen und den Menschen, die sich dahinter verbirgen. Von den Guten und den Schlechten und den Geistern und den Dämonen, vor denen man sich verstecken muss. Ich habe dir erzählt davon und du hast gesehen, dass es wahr ist, aber das Kind glaubt es nicht. Das Kind ist der festen Überzeugung, es wacht jetzt wieder auf und das Ganze, die ganzen Jahre dazwischen, das war ein einziger Traum, ein einziger Albtraum, ein einziger guter Traum. Man weiß es nicht, aber jetzt sind wir wieder zurück. Da, wo es angefangen hat, das ist alles nur ein Traum gewesen. Es hat sich gar nichts verändert. Oh Gott, Zufall ist das. Also ganz, ganz klar, nur eine weitere Nacht oder Tag, weil die Lichter gehen niemals aus. Das Kind ist sich sicher. Das ist alles nur eine Lüge gewesen. Aber die Mutter beschwichtigt. Sie sagt, nein, glaub mir, wir finden eine Lösung. Aber Jack wird wütend. Jack ergreift die. Jack sagt jetzt, nein, pass auf, wir können das nicht mehr machen. Wir können das nicht mehr machen. Es ist Nacht, es ist Tag, es ist schon wieder ein Tag vergangen oder eine Woche oder ein Jahr oder 10 Jahre. Es reicht. Wir müssen hier raus. Wir müssen durch diese Tür und mit allem, was wir haben. Wir müssen jetzt loslegen. Wir müssen kämpfen. Es ist Zeit zu kämpfen. Also nimmt Jack, rüttelt an dieser Tür, an dieser Gitter und es schreit, dass man sie gefälligst hier rauslassen sollen. Jack hat Wichtigeres zu tun. Er möchte jetzt ein ordentliches Bier trinken und sich prügeln und nicht hier in diesem Scheißraum sitzen. Das reicht jetzt hier damit. Und das Kind ist weint. Es ist völlig überfordert mit der Situation. Es möchte eigentlich nur noch schlafen und dass man das Kind umarmt. Aber Jack ist wütend und Jack rüttelt an der Tür. Und das ist alles. Also es schreit, kratzt. Jack kratzt sich die Hände auf. Das reicht ihm jetzt. Der Nächste, der hier reinkommt, der wird so einen harten Schlag in die Fresse bekommen. Es reicht, wir werden kämpfen. Wir werden das hier nicht länger ertragen. Harley, du fährst mit deinen Fingern durch deine Haare, bindest sie nach hinten zurück, damit dich niemand daran ziehen kann, zu Boden zerren kann. Du weißt, dass das passiert, wenn du lange Haare hast. Sie fassen dich an den Haaren und zerren dich dann zu Boden. Du fährst deine Finger fahren durch deine Haare und binden sie nach hinten und dir fällt etwas Hartes auf, was in deinen Haaren steckt. Etwas Hartes und Spitzes. Deine Finger befreien es aus einem wirren Rattennest, einem knotigen Teil deiner Haare und du ziehst es heraus und hast eine Haarklammer. Eine einzelne, lange, schwarz-rostige Haarklammer zwischen deinen Fingern und ein Lächeln läuft über deine Lippen. Elli, du hast das Schreien gehört. Es ist Harleys Stimme. Sie ist ganz nah. Sie klingt, als würde sie, als wäre sie nicht sie selbst. Die Stimme verändert sich. Es ist Harley, aber schwingt. Sie redet mit jemandem. Dort ist noch jemand anders. Elli hört das Geschrei und in ihrer Angst und in ihrer Psychosenwelt, da hört sie nicht Harley, sondern hört ihren Bruder und ihren Bruder schreien und sie hört nur, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Und gegen all ihre Angst springt sie auf und schreit nur auch wild in den Raum, weil sie weiß überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist, wo eine Tür ist oder sonst was. Joe, ich bin hier. Kannst du mich rausholen? Bitte hol mich raus. Jack hat das Tool. Aber dann kommt Tony. Tony weiß. Jack, lass das. Wir können hier nicht. Wir müssen geschickt vorgehen. Ich habe eine Idee. Jack, lass mich das machen. Okay, Tony. Aber wehe, du verkackst es dieses Mal. Verdammt nochmal, ich prügel dich. Ich prügel dich tot, wenn du das machst. Nein, pass auf. Ich brech das hier einfach auf. Wir brechen.
Hast du das nicht gehört? Ich bin das. Du musst mich retten. Du musst mich retten. Du kannst mich nicht zurücklassen. Ich erwache es im Dunkeln. Du weißt es ganz genau. Ich meine, du hast doch gesagt, du kümmerst dich um mich. Du passt auf mich auf. Ich bin doch dein Prospekt. Ruhig, Ellie. Alle aufhören jetzt. Ich meine, Toni, du musst das machen. Toni nimmt die Klammer und versucht, das Schloss aufzubrechen. Mach bitte einen Wurf auf Handwerk. Lol. ich möchte den Wurf bitte verbessern mit der Begründung, dass ich eine Psycho-Bitch bin und damit sehr getriggert bin und damit sehr dringend raus möchte. Unerklärliche Kräfte. Okay. Und Talent. Dann gib den Fade-Punkt bitte aus. Jo. Du beugst dich vor, du kniest dich vor die Tür und drückst mit den Fingerspitzen den gepolsterten Stoff am Rand der Tür auseinander, bis du an das Türblatt herankommst. Du hast das schon viel zu oft gemacht, viel zu oft, und dieses Mal entdeckst du, dass dort ein Spalt ist. Kein glatter Riegel, hier ist Platz. Du nimmst die Klammer und führst sie dazwischen, tastest nach oben, bis du den Verschluss findest. Es gibt ein klackendes Geräusch. Es war einfach. Die Tür ist entriegelt. Du spürst, wie die Haarspange den Riegel, den Riegel, der ins Türblatt geht, nach innen geschoben hat. Und du siehst, als du die Bewegung zu Ende führst und die Klammer in dem Loch stecken bleibt, zwischen den beiden Türspalten, siehst du die Zahl auf deinem Arm. Die Zahl war vorher doch nicht da, oder? Wieso hast du jetzt eine Zahl? Die Tür geht aber noch nicht auf, ne? Noch ist sie durch ihre eigene Eigenspannung quasi, wird sie in der Position gehalten. Aber sie ist entriegelt, da bist du dir sicher. Das ist nicht meine Zahl. In meiner Zahl gab es keine Buchstaben. Das ist nicht meine Zahl. Nicht meine Zahl. Harley nimmt ihre Zähne und beißt sich die Haut auf, um die Zahl zu entfernen. Okay. Kaputt machen. Ellie schreit weiter. Mach bitte einen Wurf auf Medizin, bitte. Damit du die nicht aus Versehen Pulsadern aufbeißt bei diesem Versuch. Sorry. Rip. Du beißt und zehrst an deinem eigenen Fleisch und du merkst, wie die Haut sich löst. Blut rinnt dir die Mundwinkel herunter und du schmeckst dein eigenes Blut. Der Schmerz ist dumpf. Du weißt, dass du das Richtige tust. Du hörst auf, bevor die Sehnen kommen. So schlau bist du. Aber es schmeckt gut und es ist so salzige, metallische, dieser Geschmack vom Blut auf den Lippen. Und du schaust und dort ist noch ein bisschen Zahl und plötzlich, warum ist so viel Blut hier? Tropft es mir auf den Oberschenkel und meine Füße sind, warum sind meine Füße nass? Und du guckst auf deine Füße und um deine Füße auf dem gepolsterten Boden hat sich eine kleine Lache gebildet. Als karmesinrote Ströme deinen Unterarm herunterlaufen und pulsierend, tropfend auf den Zellenboden klatschen. Jetzt lacht sie einfach nur noch. Jetzt lacht sie, weil sie endlich frei ist. Sehr laut. Du hast nur eine begrenzte Zeit jetzt. Du merkst, wie das Leben aus dir rinnt. War cool mit dir. Befrei mich. Komm. Okay, da meldet sich wieder Ellie. Nicht du. Die sagt, du musst weiterkämpfen.
Du musst mich rausholen. Du musst uns rausholen. Und bitte. Dann nimmt Harley ihre sehr glitschigen, blutigen Finger und nölt weiter an dem Schloss rum. Im Schloss gibt es nicht mehr viel zu nölen. Du greifst die Polsterung der Tür und ziehst daran mit einem Klacken, beziehungsweise drückst dagegen. Mit einem Klacken öffnet sich die Tür und die Haarnadel fällt zu Boden. Die Tür öffnet sich leise. Sie ist dick und gepolstert und schwer. Und der Gang dahinter ist dunkel. Dunkler als der Rest der Gänge, durch die ihr gegangen seid. Das Licht hier ist an einigen Stellen ausgefallen. Die Winkel sind finster. Auf dem Flur mit der gewölbten Decke stehen Betten. Nein, keine Betten, es sind Bahren. Kleine Wägelchen mit Säcken darauf, schwarze Säcke. Leichensäcke sind hier aufgestellt an der Seite. Du schaust den Gang herunter und siehst am Ende des Ganges zwei Schwestern stehen, weniger als ein Dutzend Meter von, etwas mehr als zwei Dutzend Meter von dir entfernt. Sie unterhalten sich und schauen auf ein Klemmbrett. Da du still gewesen bist, bemerken sie dich nicht. Unter ihren Gasmasken eingeschränkte Sicht und Hörfähigkeit biegen sie ab und verlassen den Gang. Du trittst. Okay, Jack übernimmt das. Jack ist sehr neutral. Der hat sie jetzt auch sehr gerade angeschrien, wie dumm sie ist. Jack kann die Situation aber besser überblicken. Wie viel Zeit bleibt mir, bis ich ohnmächtig werde? Kann. 5 Minuten. Gibt es in der Nähe, ich versuche mich zu den Leichensäcken zu schleichen und gucke, ob ich dort irgendwie was finde, was ich als Waffe verwenden kann. Gibt es, darf ich auf Wahrnehmung würfeln, was ich so sehe? Gibt es vielleicht Spiegel oder irgendwelche Einschlagscheiben, irgendwas, was man halt zerbrechen kann? Ja, mach einen Wurf Wahrnehmung. 5. Du entdeckst einige interessante Dinge mit diesem guten Wurf. Zum einen, du konzentrierst dich zuerst auf den auf diese Bahre, schleppst dich dorthin, tastest über den Sack und öffnest ihn, spürst darin einen Körper liegen, ziehst den Reißverschluss des schweren Gummisacks noch auf und darunter ist der Körper einer Frau. Sie ist schwer verbrannt und ihr Körper hat einige schwere Traumata erlitten, wie es aussieht. Sie ist hübsch, hat eine Glatze wie der Rest, aber aufwendige Tätowierungen im Gesicht, über der Glatze. Sie ist sehr schlank und ihr fehlt ein Bein. Ihre Haut ist blass. Du legst deine Hand kurz auf ihren Körper und du merkst, dass deine Haut fast genauso blass ist wie ihre schon. Ups. Du schaust dich um und siehst zu der Seite, hinter einem einer Säule, einem Trägerelement dieses Ganges, einen roten Kasten mit einem Schlauch darin und einer Feueraxt. Ich gehe nochmal erstmal zu der Tür, an der ich Eddie gehört habe. Die Tür direkt hinter der Leiche quasi. Die Tür, gibt es die Möglichkeit, die Tür aufzumachen, ja, von außen? Sie ist sehr einfach zu öffnen. Sie ist im Grunde wie so eine Kühlhaustür. Einfach nur so ein Griff, den man nach hinten zieht. Und mit einem Klacken öffnet sich die Tür. Das mache ich noch nicht, sondern ich greife mir erstmal die Axt. Jack ist sehr vorsichtig. Du musst dafür das Glas einschlagen. Das geht nicht leise. Die Schwestern haben sich da festgequatscht, oder? Die sind um die Ecke gegangen. Du weißt nicht, ob sie direkt hinter der Ecke stehen oder nicht. Du weißt nicht, was hinter der Kurve ist am Ende des Ganges. Okay, dann Jack macht erst die Tür auf. Mit dem leicht saugend klackenden Geräusch eines sich öffnenden Kühlschranks öffnet sich die Zelle. Und du siehst Ellie zusammengekauert am hinteren Ende sitzen, die Beine an den Körper gezogen, ähnlich wie ihr Sparrow getroffen habt. Nur weniger zusammengeschnürt. Ellie, guckst du hoch, als die Tür sich öffnet? Ja, ich guck hoch, weil ich
die ganze Zeit ja die Stimmen draußen gehört habe und ich gucke dann zur Tür. In dem Moment, wo ich Harley sehe, springe ich auf, sehe aber nicht Harley, sondern sehe immer noch meinen Bruder blutend vor mir und renne auf sie zu, beziehungsweise auf ihn. Oh, du hast dich verletzt, Joe, du hast dich verletzt, komm her, ich muss dir helfen. Halt dir sofort den Mund zu und klatscht dich gegen eine Wand. Das ist kräftiger, als Harley das tun würde. Und dann flüstert er dir ins Ohr, die Fresse, Bitch. Ich hol dich hier raus, aber wehe, du machst irgendeine Scheiße, die ich dir nicht sage. Wenn wir hier rauskommen wollen, dann hörst du jetzt auf jedes bisschen, was ich dir sage, okay, Bitch? Okay. Komm mit. Ich möchte gerne deine Psychose reizen. Meine oder ihre? Deine. Meine. Möchtest du das annehmen oder möchtest du dich dagegen wehren? Nee, mach mal. Okay. Dein Bruder packt dich. Du siehst die Verletzung in seinem Unterarm. Du siehst, er ist blass. Seine Haut ist wächsern und er hat viel Blut verloren. Er ist schwach. Du willst ihm doch nur helfen. Und er packt dich. Seine Hand schließt sich um dein Gesicht und kräftig presst dich gegen die Wand. Und er spricht mit dir und er sagt Worte, die nicht klingen wie seine Worte. Sein Gesicht bewegt sich nicht. Seine Augen, Gott, sind, das Gesicht ist wie eine Maske. Deswegen blutet er so stark. Es ist in seiner Haut. Nachtschatten hat dich gefunden. Es trägt deinen Bruder als neues Fleischgewand. Und da können wir die Szene dann für heute auch beenden. Und ich würde sagen, wir machen da dann nächstes Mal weiter. Übel. Oh. Verabschieden wir uns mal. Guck mal, wir haben nicht mal eine Intermission gemacht. Wir hatten heute nicht mal eine Pause. Sagen wir mal Tschüss zu allen, die uns eventuell doch noch zuhören. Kurze Folge heute, aber Tschüss. Ciao.